Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften hier an der TU Dresden bei einem ganz, ganz tollen Wetter. So toll, dass wir sogar hier ein bisschen verdunkeln müssen, sonst heizt sich der Raum nachher so heiß auf. Freue ich mich sehr, dass so viele Personen gekommen sind aus Uni, aus Wirtschaft, aus Gesellschaft. Also ein kunterbuntes Publikum. Das freut mich ganz besonders. Sonst sind wir Wissenschaftler ja oft unter uns, aber wir wollen natürlich mit solchen Veranstaltungen ganz viele da draußen auch außerhalb der Universität erreichen. Ganz besondere Freude für mich ist es, heute Veronika Grimm zu Gast zu haben, schon tatsächlich zum zweiten Mal in diesem Jahr. Im Januar hatten wir schon eine Veranstaltung gehabt zu der Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Heute wird es hier um Energie- und Klimapolitik gehen. Wir haben es genannt, welchen Weg nehmen Deutschland und Europa. Ganz herzlichen Dank, Veronika, dass du da bist. Ja. Als ich Veronika das letzte Mal begrüßt habe, habe ich sie noch angekündigt als Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das ist inzwischen überholt. Veronika hat gewechselt an die Technische Universität Nürnberg und ist da Leiterin des Energy Systems and Market Design Labs. Sie hat studiert in Kiel, Berlin, Alicante und Köln und die allermeisten von Ihnen, zumindest die außerhalb der Wissenschaft sind, kennen Sie vor allem aus Funk und Fernsehen durch Ihre Tätigkeit im Sachverständigenrat für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sehr schön, Veronika, dass du da bist. Wir sind ganz gespannt gleich auf deinen Vortrag. Wir werden im Anschluss an den Vortrag hier auch diskutieren. Und bei der Diskussion mit dabei ist mein lieber Kollege Dominik Möst. Dominik Möst ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Energiewirtschaft, ausgebildet an der damals noch Technischen Hochschule Karlsruhe. Heute ist es ja das KIT, Karlsruhe Institute of Technology, und hat eine sehr breite Forschungsagenda zu allen möglichen Themen aus dem Bereich der Energiewirtschaft. Also von daher denke ich, zwei tolle Experten heute für diesen Tag. Ich selbst bin hier kein Experte, sondern fungiere nur als Moderator, habe mir aber die eine oder andere Frage ausgedacht. Es ist aber auch am Ende als Mitmachveranstaltung zu verstehen. Also wenn wir hier die Diskussion steigen lassen, werde ich ein paar Fragen haben, aber dann sind Sie alle als unsere Gäste ganz herzlich dazu eingeladen, an der Diskussion aktiv teilzunehmen. Insofern wünsche ich uns einen angenehmen Frühabend und Veronika, the floor is yours. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Ja, lieber Christian Lessmann, herzlichen Dank und für die Gastfreundschaft. Freue mich sehr, wieder hier zu sein. Konnte gerade eine Preisverleihung des Preises für soziale Marktwirtschaft ein Dresdner Unternehmen verbinden mit dieser Veranstaltung heute Abend. Hat mir sehr gut gefallen, das Wetter ist fantastisch, war es heute Mittag nicht ganz so. Ich bin ganz schön Regenschauer gekommen, aber jetzt scheint die Sonne. Energie- und Klimapolitik titelt der Vortrag. Ich möchte trotzdem so ein paar Worte zur Konjunktur verlieren, weil das ja auch eng zusammenhängt eigentlich. Wir machen regelmäßig jedes halbe Jahr eine Konjunkturprognose oder ein Update der Konjunkturprognose. Insofern gibt es ein paar neue Zahlen und dann eben in Relation dazu ein paar Überlegungen zur Energie- und Klimapolitik, die wir dann auch miteinander diskutieren können. Zunächst mal so ein Update zur konjunkturellen Lage. Das sieht aktuell nicht so gut aus, wird viel diskutiert. Die Erholung, die wir nach den beiden Krisen erwarten, verzögert sich eigentlich immer mehr. Das heißt, immer in jeder Konjunkturprognose heißt es, eigentlich sollte jetzt der Konsum wieder anspringen und die Konjunktur sich erholen. Aber das lässt auf sich warten. Aktuell sehen wir, dass Deutschland gerade mal auf dem Niveau des Bruttoinlandsprodukts von vor der Corona-Krise ist, sich so langsam erholt und im europäischen Umfeld auch zu den schwächer sich erholenden Volkswirtschaften gehört. In diesem Jahr prognostizieren wir 0,2%. Wir haben unsere Prognose vom letzten Herbst noch nach unten revidiert. Das liegt nicht zuletzt an der schwierigen Situation im Winter. Es sind auch die Probleme, die daraus entstanden sind, dass ja ein Teil des Haushalts nicht so realisiert werden konnte, wie das von der Bundesregierung geplant war. Ich finde es immer schwierig zu sagen, es ist wegen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Aber diese Tatsache, dass man versucht hat,
viele in relativ großem Umfang Kredite aus der Corona-Pandemie zu nutzen und dass am Ende sich herausgestellt hat, dass das nicht im Einklang mit den Regeln der Verfassung ist. Das Gericht hat das eben festgestellt. Das ist natürlich schwierig, weil man jetzt sehr, sehr kurzfristig umplanen muss und verschiedene Planungen schon abgeschlossen waren, die jetzt so nicht realisiert werden können. Das ist natürlich etwas, was uns so ein bisschen ins Straucheln gebracht hat, auch politisch, weil das natürlich zu einer Verunsicherung führt und dann sicherlich dadurch auch nochmal die Konjunktur drückt. Aber ich würde denken, das ist schon dieses Zusammenspiel von Politik und dem Urteil, das dazu geführt hat. Es ist nicht das Urteil, das dazu geführt hat. Im nächsten Jahr sieht es besser aus. Warum sieht es besser aus? Die Erholung ist moderat, 0,9% fürs nächste Jahr prognostizieren wir und im Wesentlichen wird das davon getrieben, dass sich jetzt durch die relativ dynamischen Lohnverhandlungen die Löhne, die Reallöhne erholt haben und dadurch einfach der Konsum wieder anspringt. Das ist der Grund dafür, dass wir jetzt eine Konjunkturerholung sehen werden und die Investitionen, das wird so prognostiziert, werden sich auch Stück für Stück erholen. Die dynamischen Lohnverhandlungen haben aber auf der anderen Seite den Effekt, dass wir bei der Inflation doch immer noch vor Herausforderungen stehen. Wir haben ja jetzt die erste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank gesehen, aber die Kommunikation rund um diese Zinssenkung war ja gemischt. Man hat gesehen, dass man durchaus noch einen gewissen Inflationsdruck erwartet und dieses Bild hier des europäischen HVPI, also der Preisentwicklung, der Entwicklung der Preissteigerungen in Europa, das zeigt ganz gut, warum. Es war nämlich so, dass wir zunächst mal nach der Corona-Krise und dann insbesondere im Zuge des Angriffs auf die Ukraine die Entwicklung der Energiepreise gesehen haben. Die Energiepreisinflation, dann haben wir die Inflation bei Nahrungsmitteln gesehen und beides hat sich wieder zurückentwickelt und jetzt sehen wir, dass sich die Löhne wieder erholen, die Lohnverhandlungen, die Löhne holen auf und die Verluste durch die Inflation werden jetzt wieder kompensiert in den Lohnverhandlungen. Das führt aber dazu, dass die Dienstleistungspreise steigen, weil ja Löhne, Arbeitskosten, ganz wichtiger Teil der Dienstleistungskosten ist und die Dienstleistungsinflation ist gerade sehr hoch, ungefähr bei 4%. Und das sieht man hier, dieser grüne Bereich, das hat sich noch nicht so ganz wieder beruhigt. Und deswegen ist man so ein bisschen verhalten, jetzt gleich wieder sozusagen geldpolitisch schnell wieder zu lockern, weil man eben Sorge hat, dass der Inflationsdruck hoch ist und es nach hinten losgehen könnte und die Inflation sich wieder dynamischer entwickelt, wenn man zu schnell lockert. Das ist eigentlich jetzt die Entwicklung. Wir sehen im Außenhandel, das ist hier die rechte Seite, dass der Außenhandel sich wieder gut entwickelt. Allerdings nicht ganz so dynamisch wie das globale Wachstum. Das ist für Deutschland ungewöhnlich. Deutschland wächst typischerweise im Außenhandel stärker als die Weltwirtschaft. Und aktuell wachsen wir im Außenhandel schwächer als die Weltwirtschaft. Auch das ist eben, deutet darauf hin, dass wir Herausforderungen gegenüberstehen, denen wir uns widmen müssen. Ich werde gleich auf die energiepolitischen Herausforderungen sehr stark eingehen und so ein bisschen anreißen, in welchem generellen gesamtwirtschaftlichen Umfeld wir vor diesen Herausforderungen stehen. Die Energiepreise sind wieder zurückgegangen. Wir hatten ja insbesondere im Zuge des Angriffs auf die Ukraine und des Wegfalls des russischen Öls diesen Anstieg bei den Gaspreisen. Der wurde gefolgt. Dem folgte dann der Anstieg der Strompreise. Klar, weil wir eben ganz viel Gas auch verstromen. Das hat sich wieder normalisiert, nicht ganz auf das historische Niveau, aber eben weit entfernt von diesen Spitzen, die wir beobachtet haben. Und in der jüngeren Vergangenheit haben wir jetzt beobachtet, dass die energieintensive Industrie wieder anfängt, ein bisschen mehr zu produzieren. Wir haben einen sehr starken Rückgang der Produktion in der energieintensiven Industrie beobachtet, auch im Zuge eben der Energiekrise. Und es wurde noch spekuliert, beim letzten Mal, als ich hier war, musste ich spekulieren, ist das jetzt die neue Normalität, dass wir dieses niedrige Produktionsniveau haben. Jetzt sehen wir so eine leichte Erholung am aktuellen Rand. Jetzt werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Das ist ja was, das ist ja erstmal positiv zu bewerten. Ganz interessant zu sehen, vielleicht als kleinen Einblick hier auch in die Situation der Haushalte. Diese Grafik zeigt sehr schön, dass unsere
Energieversorgung, die Organisation unserer Energieversorgung und vor allen Dingen die Tatsache, dass die Haushalte alle langfristige Verträge hatten in der, generell und jetzt eben auch in der Energiekrise, dass das die Haushalte schon zum Teil geschützt hat vor diesen extremen Preisspitzen am Großhandelsmarkt. Hier sieht man diese orangene Linie, man sieht die blauen Linien, das sind die Preisspitzen am Großhandelsmarkt und die orangene Linie, das sind die Verbraucherpreise für in diesem Fall Gas. Ja? Und man sieht eben, dass die Verbraucherpreise viel langsamer angestiegen sind als die Großhandelspreise, einfach weil die Verbraucher alle günstige Verträge hatten, mit einer gewissen Frist, also längerfristige Verträge und erst dann sozusagen diesen Preisspitzen ausgesetzt waren oder den hohen Kosten des Abschlusses neuer Verträge, wenn ihr eigener Vertrag ausgelaufen ist. Und deswegen hatten wir so ein bisschen Luft. Und dann hat die Gaspreiskommission die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher ja gedeckelt auf höchstens, die Kosten gedeckelt auf höchstens das Doppelte der historischen Kosten für Gas und für Strom. Und das hat die Verbraucher ein bisschen geschützt und am aktuellen Rand, das sehen wir jetzt gerade bei den Strompreisen an der rechten Grafik, bei den Strompreisen war es auch so. Und jetzt sehen wir, dass die zurückgehen und jetzt ist es so, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die in die Grundversorgung zurückgefallen sind, weil ihr Energieversorger zum Beispiel pleite gegangen ist, uns ist das zum Beispiel passiert, die können jetzt massiv profitieren von einem Wechsel des Vertrags. Die Frage ist jetzt, machen sie das? Und da haben wir eine kleine Befragung gemacht letztens im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen und wir sehen, nee, machen sie zum großen Teil nicht. Wenn es jetzt um die Frage, funktionieren marktwirtschaftliche Prozesse hier geht, ne, dann sieht man hier, man müsste die Verbraucherinnen und Verbraucher etwas besser aufklären, dass sie deutlich profitieren können, wenn sie jetzt aus der Grundversorgung wieder zurückgehen in einen günstigeren Vertrag und es werden typischerweise viele günstigere Verträge angeboten, vor allen Dingen für die, die in die Grundversorgung zurückgefallen sind. Und trotzdem wechseln aktuell 76% der Verbraucher nicht und wir haben da auch eine detailliertere Auswertung, also viele von denen zahlen aktuell mehr, als sie zahlen müssten und haben auch so ein bisschen abgefragt, warum nicht, Alternativen sind nicht günstiger, generell nicht gewollt, längere Vertragsbindung müsste man dann eingehen, zu viele Unsicherheiten, der Aufwand ist zu hoch. Also es gibt eine Vielzahl an Gründen, die dann aufgeführt werden von denjenigen, die nicht wechseln. Allerdings wissen wir aus den Daten, dass viele von denen eben signifikant sparen könnten, bis zu 2.000 Euro im Jahr. Das ist schon eine deutliche, eine ordentliche Summe. Und hier braucht man noch so ein bisschen mehr Wettbewerb im Markt, der eben dadurch ausgelöst werden müsste, dass die Leute selber auch agieren und einen günstigeren Verbraucher suchen in dieser Situation. Wir haben neben den kurzfristigen konjunkturellen Herausforderungen langfristige Herausforderungen. Da gehe ich ganz kurz nur drauf ein, weil beim letzten Mal habe ich da sehr stark drauf fokussiert. Ich will es nur noch mal ins Gedächtnis rufen, dass wir eigentlich nicht zu stark auf die Konjunktur gucken sollten. Die ist zwar moderat, aber das, was uns eigentlich als Gesellschaft herausfordert, sind die mittelfristigen Herausforderungen, eben insbesondere die Demografie. Wir haben hier auf der rechten Seite eine Projektion, das Wachstumspotenzial. Das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft ist das Wachstum, das man bei Normalauslastung in der Volkswirtschaft realisieren kann. Und wir sehen hier, dass wenn die Investitionen sich einfach weiter so entwickeln, das ist unsere Annahme in dieser Szenariorechnung, dann wird durch die Demografie, also durch die Alterung unserer Gesellschaft, sinkt das Arbeitsvolumen und dadurch sinkt das Produktionspotenzial auf 0,4% in den kommenden Jahren. Und das ist sehr wenig. In den 2010er Jahren hatten wir 1,2% ungefähr im Durchschnitt, also das Dreifache. Und das ist schon eine Situation, an der wir was tun müssen, weil natürlich geringes Wachstum einhergeht mit geringeren Steuereinnahmen und auch weniger Spielräume, um Verteilungskonflikte zu lösen und auch weniger Spielräume, um in die Zukunft zu investieren. Ja, insofern sind wir schon darauf angewiesen, dass wir das Wachstum wieder stärken in Deutschland. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich Energieversorgung, auf den ich gleich eingehen werde, weil in der Energieversorgung eine verlässliche, relativ preiswerte Energieversorgung ist natürlich die Grundlage für Wachstum in unserer Volkswirtschaft. Jetzt fragt sich, müssen wir in diesem Preiswettbewerb bei Energie ganz am unteren Ende sein? Nein, wir haben ja exzellente Fachkräfte, Forschungsökosysteme,
die Unternehmen sind auch in der Vergangenheit zu uns gekommen, obwohl Deutschland nicht die günstigsten Energiepreise weltweit hatte. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass unsere Energieversorgung klimafreundlicher wird und eben möglichst günstig. Ansonsten müssen wir uns natürlich um diese Frage des Arbeitsvolumens kümmern, und die rechte Grafik, die zeigt so ein bisschen, woran das liegt. Ein ganz großer Teil ist tatsächlich der Renteneintritt der Babyboomer-Generation, also diejenigen, die geburtenstarken Jahrgänge, die gehen jetzt alle Stück für Stück in den Ruhestand, und das führt dazu, dass das Arbeitsvolumen massiv sinkt. Deswegen betonen Ökonomen auch immer und immer wieder, dass wir eben ganz, ganz dringend beim Rentensystem was machen müssen, was die Kosten senkt und somit die Nachhaltigkeit der Rentenversicherungen steigert, die Finanzierbarkeit. Das Gegenteil macht die Politik gerade, das ist problematisch, und das liegt natürlich auch an der geringen Akzeptanz von Rentenversicherungen, die tatsächlich das System am Ende nachhaltig dastehen lassen. Und natürlich auch daran, dass die Rentenniveaus sehr niedrig sind. Aber wir haben da schon eine sehr, sehr große Herausforderung vor der Brust. Und wenn wir jetzt diese Diskussionen haben, die wir immer um die Verschuldung und Möglichkeit neuer Verschuldung für Investitionen in die Zukunft angucken, dann muss man schon sagen, wir haben eben auch eine ziemlich umfangreich implizite Schulden durch die gesetzliche Rentenversicherung, die eben wo die Leistungen, die versprochen sind, durch die Beiträge, die gezahlt werden können, in der Zukunft eben bei weitem nicht gedeckt sind. Und das ist natürlich etwas, was wir auch beachten müssen, jetzt wenn es darum geht, zum Beispiel Investitionen in Klimaneutralität. Ja, da muss man überlegen, wie viele Spielräume sind denn da gegeben, die Herausforderungen, die wir eben durch explizite Staatsverschuldung, aber auch implizite Staatsverschuldung noch vor der Brust haben. Neben der Demografie ist diese Entwicklung des Arbeitsvolumens darauf zurückzuführen, dass die Erwerbsstunden pro Person sehr stark abnehmen. Das hat zwei Gründe. Das eine sind Präferenzen. Die Menschen wollen weniger Stunden pro Woche arbeiten. Und in diesen Zeiten des Fachkräftemangels, wir haben ja eben zu wenig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, haben natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch die Verhandlungsmacht, das durchzusetzen. Ja, ob wir das jetzt gesamtwirtschaftlich gut finden oder nicht, wir werden das nicht verhindern können, dass einfach die Arbeitszeit pro Person sinkt. Und zum Zweiten gelingt es uns in Deutschland nicht so gut, die Zuwanderer in den Arbeitsmarkt schnell zu integrieren. Und das führt dazu, dass eben wenn die Zuwanderung jetzt sehr stark ansteigt, was sie tut aktuell, wir sehen, dass die Zuwanderung deutlich positiv beiträgt zum Arbeitsvolumen, aber sie könnte mehr beitragen, wenn es gelingen würde, die Zuwanderer in den Arbeitsmarkt schneller zu integrieren. Ja? Und das auf der negativen Seite ist eben die Demografie und die Erwerbsstunden pro Arbeitnehmer, und auf der positiven Seite ist Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, die wir dringend brauchen, um das Arbeitsvolumen zu mobilisieren. Nebenbei müssen wir natürlich auch Arbeitsanreize stärken, sowohl für die oft teilzeittätigen weiblichen Beschäftigten als auch für Menschen, die im Transfersystem sind. Für die muss es attraktiver sein, schneller wieder in den Arbeitsmarkt zurückzukehren, und eben auch im Bereich der älteren Beschäftigten. Und das sind alles sehr kontroverse gesellschaftliche Themen, die aber wichtig dafür sind, dass wir eben dauerhaft gut dastehen. Und die Folien überspringe ich jetzt und komme noch ganz kurz zum Thema Investitionen. Es wird ja oft diskutiert über öffentliche Investitionen. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass wir eben gutes Umfeld schaffen müssen für privatwirtschaftliche Investitionen. Wenn man sich anguckt, auf wen gehen die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zurück? Dann sehen wir 10% oder 11% Staat und 89% privatwirtschaftliche Investitionen. Also die Investitionsbedarfe, die wir vor der Brust haben, durch die Transformation zur Klimaneutralität, für Digitalisierung und viele andere wichtige Themen, die werden zu ganz großen Teilen von der Privatwirtschaft gestemmt werden müssen. Und dafür ist es eben sehr, sehr wichtig, wie es auch hier gerade in Sachsen geschieht, ein sehr, sehr gutes Umfeld zu schaffen für die Ansiedlung von Unternehmen. Ein paar Aspekte, die man hier wirklich positiv betonen kann vor Ort, ist, dass sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung investiert wird. 3% des Bruttoinlandsprodukts
Es wird in Sachsen in Forschung und Entwicklung investiert. In anderen Bundesländern sind das teilweise nur 1,5%. Und das führt natürlich dazu, dass für Unternehmen hier ein besseres Forschungsumfeld da ist und viel mehr gut qualifizierte Beschäftigte da sind, die dann eben auch die Unternehmen anziehen und den Standort eben attraktiv machen. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, schon schauen muss, dass man die Attraktivität stärkt. Es gibt ja viele traditionelle Qualifikationen hier vor Ort. Ist das der starke Fokus auf technische Disziplinen? Man hat sehr, sehr umfangreich Ingenieure gebraucht in der Gegend hier, durch viele verschiedene Tätigkeiten im Bereich auch der fossilen Energien, Kohle, energieintensive Produktion. Und das sind schon alles auch Qualifikationen, die man eben für zukunftsorientierte Unternehmen dann wieder nutzen kann, ne, wo es nicht die schumpeterische, töpferische Zerstörung geben muss. Ja, es muss nicht alles kaputt gehen, damit wir dann was Neues schaffen können, sondern es ist eine schöpferische Transformation. Es gibt neue Unternehmen, die produzieren zum Beispiel klimafreundliche Gase auf der Basis von grünem Wasserstoff. Da war eben diese Preisverleihung gerade, deswegen komme ich da drauf, wo das Unternehmen Sunfire ausgezeichnet wurde. Und die haben eben gerade erzählt im Rahmen dieser Preisverleihung, dass sie eben ganz viel kooperieren mit den traditionellen Zulieferern, zum Beispiel der Automobilindustrie oder mit den traditionellen Unternehmen, die hier vor Ort eben im Rahmen der fossilen Industrien, energieintensiven Industrien unterwegs waren. Und da kann man die Qualifikationen dann gleich nutzbar machen für etwas, was eben ein großes Zukunftspotenzial hat. Und das muss man eben auch sehen, dass diese Transformation nicht durch Zerstörung von Alten stattfindet, sondern dadurch, dass man eben diese ganzen Fertigkeiten, die wir in der Gesellschaft haben, nutzt, um tatsächlich für die Zukunft Technologien und Technologieführerschaft sich zu erarbeiten. Hier auf der rechten Seite ist nur exemplarisch dafür so die Patentsituation gegeben. Und hier Brennstoffzellen, das ist ja genau das, was die machen, nur umgekehrt eben Elektrolyseure, ne, Herstellung von Wasserstoff. Und in dem Bereich ist es so, dass eben hier gute Bedingungen existieren und die Patentlage international exzellent ist in Deutschland und Europa. Also die führenden Nationen im Bereich der transnationalen Patentanmeldungen sind genau in Europa und dann eben in den USA, und China zieht da jetzt nach. Insofern haben wir da eben eine große technologische Expertise, die wir auch aufrechterhalten müssen. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, sollen wir da jetzt die Skalierung fördern, sollen wir den Hochlauf fördern, dann müssen wir immer mitdenken, machen wir es auf eine Art, dass wir die Kosten runterbekommen bei der Produktion, und am Ende ist aber die Produktion der Anlagen dann in China, wie bei der Solarindustrie. Da haben wir viel Geld investiert in die Förderung von Solaranlagen, aber die Produktion hat sich hier nicht angesiedelt. Vielleicht zu Recht, können wir vielleicht auch nachher noch diskutieren. Und bei Wasserstoff, Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und so weiter wird das jetzt auch so sein. Und da fragt sich, gibt es nicht eigentlich viele Argumente, dass dieses viel ingenieurslastigere Thema am Ende hier auch einen guten Standort für die Skalierung der Produktion findet? Zum Beispiel in Sachsen. Energie und Klima ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ganz wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir müssen es schaffen, unser Energiesystem tatsächlich fit zu machen für die klimaneutrale Produktion. Wir haben jetzt eine neue Kommission. Wir werden eine neue Kommission bekommen. Wir haben gerade die EU-Wahlen erlebt. Und jetzt fragt sich, interpretiert man das positiv oder negativ? Ich glaube, wir haben nicht den Rechtsruck in der EU erlebt, der teilweise befürchtet worden ist. Es gibt eine Mehrheit der drei großen Fraktionen, die zusammen die Kommissionspräsidentin oder den Kommissionspräsidenten wählen könnten, haben eine Mehrheit. Es ist wahrscheinlich, dass wieder Ursula von der Leyen nominiert wird, aber das ist alles noch herausfordernd, und wir werden jetzt auch sehen, wie sich die Diskussion entwickelt, wahrscheinlich auf der EU-Ebene ein bisschen weg von dem Klimathema als großes Leitmotiv hin zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Und es wird sich herausstellen, ob man an den Klimazielen rüttelt, hoffentlich nicht. Was aber auf jeden Fall passieren wird, ist, dass Wettbewerbsfähigkeit ein größeres Thema sein wird. Und Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich ganz eng auch verbandelt mit dem Thema Energie.
mit dem Thema Energiepreise, das ja in Deutschland auch schon sehr lange diskutiert wird. Und Energiepreise sind natürlich abhängig davon, wie wir Energie produzieren. Wenn wir unsere Klimaziele nicht zur Disposition stellen, dann werden wir darauf angewiesen sein, ganz grob erneuerbare Energien zu nutzen, um eben die Sektoren zu dekarbonisieren oder zumindest zu defossilisieren, also Wärme, Mobilität, Industrie und die Stromspeicherung sozusagen. Und diese Herstellung der Klimaneutralität in den verschiedenen Bereichen, die geht immer über direkte Elektrifizierung, Stichwort Wärmepumpen, heiß diskutiert worden, Stichwort batterieelektrische Mobilität, da haben wir klare Ziele, wie viel batterieelektrische Fahrzeuge wir hochlaufen lassen wollen. Bei der Industrie kann man viele Prozesse elektrifizieren und auch Stromspeicher kann man natürlich batterieelektrisch bereitstellen, aber man kann auch in all diesen Bereichen mit der indirekten Elektrifizierung arbeiten, eben über Wasserstoff und klimafreundliche Gase auf der Basis von Wasserstoff. Ja. In der Wärmeerzeugung will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich glaube, da werden wir nicht so viel indirekte Elektrifizierung sehen und es ist sehr kontrovers. Braucht man aber auch nicht aufmachen, weil ich glaube, wir haben schon genug Herausforderungen vor der Brust, wenn wir uns über die Themen Industrie, Stromspeicherung und Mobilität unterhalten. In der Mobilität haben wir auf jeden Fall Luftfahrt und Schifffahrt und auch Schwerlastverkehr. In der Industrie haben wir Stahlerzeugung, Chemie, da brauchen wir eben auch Moleküle als Grundstoffe und bei der Stromspeicherung, da hat die Bundesregierung jetzt schon eine Strategie vorgelegt für den Bau von Gaskraftwerken, die eben dazu beitragen sollen, dass die Versorgungslücken, die entstehen, wenn man auf Erneuerbaren basiert Strom erzeugt, ja, manchmal scheint die Sonne nicht und weht der Wind nicht und dann braucht man eben Kapazitäten und da möchte man Gaskraftwerke bauen und die dann eben perspektivisch in einem klimaneutralen System mit Wasserstoff befeuern. Ja, das ist der Plan der Bundesregierung und hier ist nochmal aufgezeigt, Hochlauf der Erneuerbaren, das ist ziemlich, da sind wir glaube ich schon irgendwie auf dem Pfad, das läuft, ja, ist herausfordernd, aber da sind wir gut unterwegs. Wir werden ein bisschen mehr Strom brauchen, umso weiter wir sind mit der Elektrifizierung der Mobilität, mit der Wärmeerzeugung und so weiter, wird der Stromverbrauch ansteigen. Und wir haben in der Europäischen Union die Herausforderung, dass wir ganz unterschiedliche Transformationspfade haben. Und wir sind da auch in Deutschland etwas speziell. Ja? Wir sind zuerst aus der Kernkraft ausgestiegen, dann gab es diese Diskussion, wollen wir die noch weiterlaufen lassen in der Energiekrise. Und selbst da haben wir uns politisch dann dagegen entschieden. Und ich glaube, das zeigt auch, die Abneigung gegen Kernkraft ist so weit verbreitet in der Bevölkerung, dass wir diese politische Diskussion auch wahrscheinlich nicht mehr aufmachen werden. Also wir werden in ein System laufen. Man sieht hier sehr schön in der oberen Reihe, diese beiden Landkarten sind die Erneuerbaren, die wir gerade haben. 2021 ist da der Stand und die komplementären konventionellen Kraftwerke. In Deutschland haben wir noch viel Braunkohle, viel Steinkohlekapazitäten und diese rosanen Gaskraftwerke. Und in Frankreich haben wir eben viele Atomkraftwerke. Ja, und in der politischen Situation, in der wir jetzt gerade sind, ist klar, dass wir in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr in die Atomkraft reingehen werden. Aber wir werden auch die Franzosen nicht dazu überreden, es anders zu machen, als sie das aktuell planen. Sie planen nämlich, die Atomkraftwerke noch auszubauen. Und wenn man sich jetzt die Wahlen in Frankreich anguckt, dann sieht man ja schon, dass da der Rechtsdruck substanziell war. Und ein Thema, auf dem die rechten Parteien in Frankreich auch sehr stark reiten, ist gerade der Ausbau an Erneuerbaren. Das heißt, politisch ist sehr unwahrscheinlich, dass in Frankreich durchsetzbar ist, dass man sehr viel stärker auf Erneuerbare umsteigt und nicht so stark auf Atomkraft fokussiert, einfach weil wir am Ende wahrscheinlich, weil das politisch dort nicht durchhaltbar ist. Und wenn man in Südfrankreich so ein bisschen rumreist und mit den Leuten redet, dann verfängt dieser Populismus gegen die erneuerbaren Energien bei den Leuten auch erschreckend stark. In Deutschland werden wir jetzt mit der Kraftwerkstrategie und dann vermutlich eben mit einem Kapazitätsmarkt Gaskraftwerke bauen, in großem Umfang, sodass wir die Kohle dann aus dem System bekommen. Und in Frankreich werden wir ungefähr so einen ähnlichen Mix wie heute haben, ein bisschen mehr Erneuerbare, aber eben auch ordentlich Kernkraftwerkskapazitäten. Und wichtig in der Europäischen Union ist, dass man sich da keine Steine
zwischen die Füße wirft, dass man diese Heterogenität der verschiedenen Transformationspfade akzeptiert und versucht eben von dieser Heterogenität auch zu profitieren, indem man daraus auch eine gewisse Resilienz zieht. Das wäre, glaube ich, wichtig, auch um voranzukommen, weil aktuell haben wir eben das Problem, dass wir uns da gegenseitig ausblockieren und gerade Deutschland und Frankreich da teilweise den Zubau und die Entscheidungen auch aufhalten, die dann dafür notwendig sind, die Systeme auszubauen. Wir haben, um jetzt mal einen Blick dafür zu kriegen, für die Entwicklung der Stromkosten, sehr heiße Diskussion, jeder erinnert sich wahrscheinlich an diese Diskussion zum Brückenstrompreis, wo man sich gefragt hat, wo ist denn das Ende dieser Brücke? Ja, man wollte einen Strompreis von 5 Cent pro Kilowattstunde oder 6 Cent etablieren und hat gesagt, es ist ein Brückenstrompreis, solange der Strompreis noch hoch ist. Und bezogen hat man sich da sehr oft in der Debatte auf die Gestehungskosten erneuerbarer Energien. Und die Gestehungskosten erneuerbarer Energien, da gibt es viele Berechnungen zu, wir haben jetzt auch eine gemacht, das sind diese Levelized Cost of Electricity. Und da sieht man hier Wind Onshore und PV-Freifläche einfach exemplarisch. Da wird einfach gerechnet sozusagen, wie viel kostet im Durchschnitt über die Lebensdauer eine Kilowattstunde, die so eine Anlage erzeugt. Und diese Daten hier, das ist gerechnet mit Investitionskosten aus dem nächsten Jahrzehnt, gegen Ende des nächsten Jahrzehnts. Und die Erwartung ist, dass die ziemlich niedrig werden, sodass man zu 2,50 oder 2,59 PV erzeugen kann in Deutschland und ungefähr zu 4,70 Wind Onshore. Ja? Und das sind die Rechnungen, auf deren Basis man dann sagt, der Strompreis wird sinken. Aber das ist ja nicht die ganze Story. Die Erneuerbaren, und das sieht man hier rechts oben auf der Folie, die Erneuerbaren fluktuieren ja, produzieren nicht immer. Und diese gelben Flächen, und das ist jetzt im Vergleich mit dieser roten Lastkurve, das ist einfach so eine typische Lastkurve, die wir hier hingelegt haben. Man kann auch andere nehmen oder man kann eine konstante Stromnachfrage von einem großen Energieverbraucher, von einem großen Unternehmen nehmen. Ja? Und in jedem Fall wird man immer sehen, nicht immer, kann die Stromnachfrage durch die Erneuerbaren gedeckt werden, weil manchmal erscheint die Sonne nicht und manchmal und der Wind weht nicht. Ja? Und wenn das zusammenkommt, dann brauchen wir eben Kapazitäten, die diese Lücken füllen. Und dann haben wir mal ganz einfach gesagt, naja, in Deutschland ist das grob, sind das diese Gaskraftwerke, die wir dann später mit Wasserstoff betreiben wollen. Und diesen Wasserstoff erzeugen wir jetzt hier der Einfachheit halber in unserem System. Wahrscheinlich können wir den auf Dauer ein bisschen günstiger importieren, als wir ihn selber erzeugen. Aber deswegen ist es ja dann eine eher pessimistische Abschätzung. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen besser hin. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier Gaskraftwerke, die Wasserstoff verbrennen, den das System selbst erzeugt. Ja? Und als Alternative oder weitere Optionen, die wir erlauben, Batteriespeicher. Und auch beides mit den Investitionskosten, die man für Ende des nächsten Jahrzehnts, also zwischen 2035 und 2040, erwarten würde. Und was passiert dann, wenn man jetzt einfach mal guckt, ein Kostenminimierungsproblem löst und sich den Kraftwerksmix anguckt, mit dem man kostenminimal diese Nachfrage bedient und dann mal guckt, auf welche Kosten kommt man denn dann pro Kilowattstunde im Durchschnitt. Ja? Dann kommt man auf 7,85, also knapp unter 8 Cent, das ist gar nicht so viel. Also ich hätte gedacht, also mich haben zwei Sachen überrascht, das ist nicht so viel. Ich hätte gedacht, aus dem Bauch heraus, es wird teurer. Und was auch sehr überraschend ist, man baut hier im Wesentlichen in dieser kostenminimalen Lösung auf Gaskraftwerke, die man mit Wasserstoff betreibt. Und die brauche ich, weil ich eben in diesen Nachfragen eben immer relativ lange Perioden habe, wo mal nichts ist, wo mal keine Sonne scheint und kein Wind weht und weil ich die intertemporale Speicherung Sommer-Winter brauche. Deswegen brauche ich einen Langzeitspeicher und deswegen baue ich diese Gaskraftwerke, die im Notfall eben fast die ganze Nachfrage bedienen können, aber selten laufen. Das mache ich, ja. Und wenn ich die aber gebaut habe, dann brauche ich nicht mehr so viele Batterien. Ja, das ist die Logik dieser kostenminimalen Lösung. Und wenn ich jetzt mal die Gaskraftwerke nicht als Option erlaube,
dann bin ich bei weit mehr als dem Doppelten an Durchschnittskosten für eine Kilowattstunde. Also das zeigt auch so ein bisschen, man muss schon sehr genau gucken. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir diese Gaskraftwerke, die ja auch oft in der Diskussion sind, wirklich brauchen. Wir dürfen uns nicht einreden, dass wir durch Batterien und viel Flexibilisierung sehr, sehr billiger werden. Wahrscheinlich ist es eher eine teure Lösung, weil Flexibilisierung kostet ja auch. Wenn ich einen großen Industriebetrieb flexibilisiere, dann muss ich investieren und ich muss dann meine Produktion auch manchmal runterfahren und kann eben keine Umsätze erwirtschaften in den Stunden. Und das scheint nicht so günstig zu sein, wie es oftmals diskutiert wird. Und das ist schon eine ganz interessante Einsicht, dass man nochmal aus so einer Perspektive drauf guckt. Und wir sehen aber auch, wenn wir das jetzt mit den Kosten für eine Kilowattstunde Atomstrom erzeugt durch ein neu zu bauendes Atomkraftwerk vergleichen, dann sehen wir auch, dass wir da eigentlich am unteren Ende der Abschätzungen liegen. Ja? Also es gibt da eine ganze Spannbreite, ist ja auch sehr politisiert das Thema. Es gibt eine ganze Spannbreite. In der Realität werden dann Vergütungen in England zum Beispiel von 15, 16 Cent pro Kilowattstunde gezahlt für neu zu bauende Atomkraftwerke in diesen langfristig geschlossenen Verträgen. Das ist deutlich hier drüber. Ja? Das heißt, eigentlich, wenn wir unser System günstig ausgestalten, stehen wir gar nicht so schlecht da. Also manchmal reden wir uns auch schlechter in Deutschland, als wir sind. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir hier noch ein paar Herausforderungen vor der Brust haben. Wir müssen diese Kraftwerke erstmal bauen, da geht ja gar nichts voran. Diese Kraftwerkstrategie wird diskutiert und diskutiert und jetzt liegt es bei der EU-Kommission. Und da müssen wir erstmal ins Tun kommen. Positiv ist natürlich auch, wenn wir uns überlegen, dieses Energiesystem aus Gaskraftwerken und Erneuerbaren, das ist eigentlich auch ein System, das uns gut aufstellt für die Zukunft, weil wir natürlich auch ein System haben durch diese Backup-Kapazität, die ich auch mal hochfahren kann, wenn wir zum Beispiel mal in eine Situation kommen, wo tatsächlich ein Verteidigungsfall eintritt und wir wirklich auch in großem Umfang Waffen produzieren müssen. Das könnte so ein System, so ein super intelligentes System mit ganz vielen dezentralen Speichern und Fahrzeugen, die als Stromspeicher dienen könnte, das unter Umständen nicht. Ja? Da wir auf die nächsten 20 Jahre planen, sind das vielleicht alles Überlegungen, die man sich machen sollte. Und eigentlich ist die Nachricht hier positiv. Es ist ein relativ günstiges System, in das wir laufen. Wir haben ein relativ resilientes System, wenn wir das so aufstellen und können da auch hoch und runter skalieren, je nachdem, wie groß die Energiebedarfe tatsächlich sind. Bei der Klimapolitik ist das ist natürlich ein wichtiger Auslöser auch, um in diese Richtung zu kommen. Wir wollen ja das Stromerzeugungssystem auch umbauen in dieses gerade beschriebene System, um die Emissionen gerade im Bereich der Stromerzeugung schnell loszuwerden. Wichtiger Auslöser, wichtiger Anreiz ist da der Emissionshandel. Wir haben im Emissionshandel lange diskutiert, dass das ein zahnloser Tiger ist, weil der Preis sehr, sehr lange sehr, sehr niedrig war. Jetzt sehen wir, die Preise sind gestiegen. Die Mengen sind im Bereich des europäischen Emissionshandels tatsächlich gesunken. Also die Bereiche, die dem europäischen Emissionshandel unterliegen, da sind die Emissionen gesunken. Wir haben aber durchaus jetzt noch ambitionierte Reduktionspfade vor der Brust. Was wir in einem Gutachten gemacht haben, das wir Ende des Monats veröffentlichen werden, aber ich habe jetzt schon mal eine Grafik mitgebracht, ist, dass wir uns mal angeguckt haben, wie sind denn die effektiven Belastungen für eine Tonne CO2 in verschiedenen Sektoren. Und die Vermutung wäre ja, wir haben ja einen Emissionshandel auf der Ebene der Europäischen Union für verschiedene Sektoren, also Industrie und Energieerzeugung. Und auf der anderen Seite haben wir diesen nationalen Emissionshandel im Bereich Mobilität und Wärme. Und jetzt würde man ja denken, naja, da zwischen denen wird es einen preislichen Unterschied geben, aber ansonsten wird das relativ homogen aussehen. Fakt ist aber, wir haben so viel zusätzliche Regulierung und Vorschriften, dass die effektive Belastung einer Tonne CO2, die man emittiert, total unterschiedlich ist. Ja, von 10 Euro bis hin zu 240 Euro. Und das ist natürlich ein großes Problem, gerade wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass Unternehmen natürlich Geschäftsmodelle suchen und diese Geschäftsmodelle oft davon getrieben werden, wie attraktiv ist denn eine klimaneutrale Produktion im Vergleich zu alten fossilen Geschäftsmodellen,
Da wäre ja, wären ja die Grenzvermeidungskosten eine ziemlich wichtige Größe, aber es ist eben relativ komplex. Wir haben leider eine große Komplexität geschaffen und verlassen uns nicht im Wesentlichen auf den Emissionshandel als Anreizinstrument, sondern haben ganz viele verschiedene Regularien, die dazu führen, dass die Anreize teilweise konterkariert werden, teilweise noch massiv verstärkt werden und dadurch natürlich eine große Ineffizienz in der Vermeidung, was einfach dazu führt, dass unsere Energiewende teurer wird, als sie eigentlich sein müsste. Was ganz wichtig ist, es wäre gut, wenn wir in der nächsten Kommission, also wenn das Thema Wettbewerbsfähigkeit ist bei der nächsten Kommission, dann wäre ein To-Do natürlich diese ganze Komplexität rund um den Emissionshandel zu reduzieren und den Emissionshandel tatsächlich zu stärken und glaubwürdig zu machen. Das wäre etwas, wodurch man natürlich zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen könnte. Dann wäre der CO2-Preis vielleicht in einem oder anderen Bereich etwas höher. Aber man hätte mehr Wettbewerb und man hätte viel bessere Chancen für viele kleine Unternehmen tatsächlich ihre Geschäftsmodelle zu suchen und sich auch darauf verlassen zu können, dass das Geschäftsmodell dauerhaft trägt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, wo der Staat und die Europäische Kommission eine wichtige Rolle haben, ist Infrastrukturausbau. Das hier ist exemplarisch das Netz an Ladestationen und Wasserstofftankstellen für den Schwerlastverkehr, das vorgesehen ist durch die aktuellen EU-Verordnungen. Und hier hat natürlich die EU eine ganz wichtige Rolle, indem diese Verordnungen klar machen, welche Netzabdeckung bis 2030 und dann 35 etabliert werden soll, sendet die Politik natürlich Signale an die Unternehmen, die dann Fahrzeuge entwickeln, Mobilitätstechnologien entwickeln, dass diese Fahrzeuge auch betreibbar sind in der Zukunft und dadurch natürlich die Fahrzeugproduktion auch skalierbar ist. Denn ich werde ja keine Fahrzeuge absetzen können, von denen ich nicht weiß, ob ich sie dann betreiben kann. Das heißt, damit wir bei der Fahrzeugproduktion vorankommen, ist es ganz wichtig, dass eben klar ist, die Tankstelleninfrastruktur wird europäisch etabliert. Und es muss ein europäisches Thema sein, weil niemand kauft sich ein Fahrzeug, das er nur in seinem eigenen Land oder vielleicht nur in seinem eigenen Bundesstaat betreiben kann. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir da Verlässlichkeit aufbauen. Und aktuell führen die vielschichtigen Debatten, die wir dazu führen, eigentlich nicht wirklich zu Verlässlichkeit mit folgendem Effekt. Wenn man sich die Ankündigungen für Fertigungskapazitäten zum Beispiel im Bereich Brennstoffzellen anguckt, dann sieht man Folgendes. In China sind umfangreiche Fertigungskapazitäten angekündigt. Also man sieht hier bei der mittlere Balken, der blaue Teil unten ist China, die angekündigten Fertigungskapazitäten für Brennstoffzellen. Der lilane Balken, Teil des Balkens, ist Asien. Der orangene Teil ist Europa. Und da müssten wir eigentlich viel besser sein, ja, weil das ist grundlegende deutsche Ingenieurskunst. Und das sind auch Themen, bei denen wir erstens natürlich punkten könnten und tatsächlich Technologie- und Marktführer werden könnten und zweitens nicht auch in Abhängigkeiten geraten wollen, wie zum Beispiel bei Solarzellen oder vielen anderen Technologien, wo wir eben bei den Patenten weltweit führend sind, beim Start der Produktion noch dabei sind, bei der Skalierung, die Skalierungskosten in Europa tragen, aber dann eben die Erlöse aus der Produktion abwandern lassen nach China. Das droht hier auch und man sieht hier, wie viel notwendig ist für Netto-Null-Szenarien, zum Beispiel hier berechnet durch die Internationale Energieagentur. Bei den Ankündigungen sind wir schon fast da, aber noch nicht ganz. Und das sind Themen, wo wir eigentlich in Deutschland und Europa besser werden müssen, dass wir eben ein Umfeld schaffen, in dem es sich die Unternehmen dann eben auch trauen, die Produktion zu skalieren, in Antizipation des Absatzes der entsprechenden Fahrzeuge und sonstigen Geräte, die man damit betreiben kann. Wenn wir mal auf die Schwerindustrie gucken, dann zeichnet sich das folgende Bild. Hier haben wir in zwei Varianten mal berechnet, wie viel Wasserstoffmengen wir denn brauchen würden, um
in der energieintensiven Industrie in Deutschland die gleichen Produkte, die Endprodukte klimaneutral zu produzieren, die wir heute fossil produzieren. Ja? Auf der linken Seite, das sind die Mindestmengen und wir sehen auch, das ist regional sehr stark verteilt in Deutschland. Also wir werden da auch, wenn wir das regional nicht so schaffen zu verteilen, die Verfügbarkeit von klimaneutralen Energieträgern nicht so regional verteilt kriegen, wie wir da aktuell das Bild sehen, dann wird es sehr viel Strukturwandel in Deutschland geben. Im Osten die Diskussion um Leuna und Schwedt. Ja, und auch verschiedene andere Standorte. Im Westen konzentriert sich das im Ruhrgebiet, in der Rhein-Main-Region und dann eben auch zum Teil im Süden, in Bayern, im Chemiedreieck. Und die Mengen, die man da errechnet, wenn man sagt, man möchte tatsächlich die Produktion klimaneutral realisieren und vieles von der Industrie halten, die liegen so zwischen 200 und 300 Terawattstunden Wasserstoff. Wir haben gerade schon gesehen, wir brauchen Wasserstoff auch für den Betrieb von klimaneutral betriebenen Gaskraftwerken. Und hier ist das mal aufgeführt, ne? Also Prozessindustrien, ungefähr 300 Terawattstunden, wenn ein bisschen was abwandert, dann vielleicht 200, aber viel. Transport ist im Vergleich dazu nicht so gewichtig, aber bei Wärme streitet man sich ewig, die lassen wir einfach mal raus. Bei der Energieversorgung sind es auch so 250 bis 300 Terawattstunden. Das ist echt viel Wasserstoff, der da gebraucht wird. Und wir nehmen jetzt mal einfach an, dass es 600 Terawattstunden sind. Ja, dann haben wir so ein bisschen Mobilität und dann haben wir unsere Industrie zu Teilen hier gehalten und die Versorgung der wasserstoffbetriebenen Gaskraftwerke sichergestellt. Lassen Sie es 500 sein. Was ich illustrieren will, ist, dass wenn wir so viel Wasserstoff in unserem Energiesystem brauchen, dann brauchen wir eine ganze Menge Strom, um den zu erzeugen. Wir brauchen für diese 600 Terawattstunden ungefähr 1200 Terawattstunden Strom, um den zu erzeugen. Wenn es 500 sind, dann eben ein bisschen weniger. Was aber eigentlich der Punkt ist, ist, dass die aktuelle Stromerzeugung ungefähr bei 500 Terawattstunden ist pro Jahr. Und das ist natürlich signifikant weniger als das, was wir brauchen werden, um den Wasserstoff und diese synthetischen Kraftstoffe zu erzeugen. Ja, einiges brauchen wir ja auch nicht in Form von reinem Wasserstoff, sondern in Form von synthetischen Energieträgern auf Basis von Wasserstoff. Und das führt eben dazu, dass wir dann noch ein bisschen mehr Stromverbrauch haben. Aktuell klimaneutral produzieren, tun wir ungefähr die Hälfte unseres Stroms. Das bedeutet, dass wir das nicht alles in Deutschland herstellen werden. Also Prognosen gehen davon aus, dass wir einen großen Anteil importieren werden. So 60-70% der Wasserstoffbedarfe werden wir auf Dauer bei uns importieren. Heutzutage gibt es schon Handel von Energieträgern, die man auch auf der Basis von klimafreundlichem Wasserstoff herstellen könnte. Einer der am meisten diskutierten ist Ammoniak. Für Ammoniak gibt es schon 120 Schiffe weltweit und Hafenanlagen und eine Handelsaktivität und auch Pipelines. Das wäre eine Möglichkeit sozusagen. Das klimaneutrale Ammoniakmolekül ist ja erstmal kein anderes als das fossil erzeugte Ammoniakmolekül, also hier könnte man relativ schnell in den Handel einsteigen. Da ist eben die Frage, wie mache ich das mit der Zertifizierung und wie komme ich da tatsächlich ins Tun, sodass ich auch tatsächlich ein Premium kriege, wenn ich das klimaneutrale Molekül anbiete. Und wenn wir mal angucken, wie wir auf Dauer von den Energiebedarfen und den potenzialen Energie zu erzeugen, klimafreundliche Energie zu erzeugen, dastehen, dann zeigt sich sehr schnell, dass wir in Europa die Region sind, die in großem Umfang auf Importe von klimafreundlichen Energieträgern, also vor allen Dingen von klimafreundlichen Molekülen angewiesen sein wird, während viele andere Länder weltweit entweder sich selber versorgen können werden, also autark sind, oder sogar eben als Exporteure von klimafreundlicher Energie auftreten können. Die gute Nachricht ist, es sind sehr, sehr viele Länder weltweit, die gute Voraussetzungen für den Export von klimafreundlichen Molekülen haben. Die Herausforderung ist,
aktuell lohnt es sich einfach noch nicht, in dieses Geschäft einzusteigen. Also die Kosten, die man jemandem zahlen müsste für klimafreundlichen Wasserstoff, die sind weit höher als die Preise, die der Abnehmer in Europa dafür zu zahlen bereit ist. Also da gibt es noch so ein Gap. Das liegt unter anderem daran, dass fossile Energieträger noch relativ zu klimafreundlichen Energieträgern noch zu günstig sind an den CO2-Preisen. Das liegt aber auch daran, dass die Kosten noch nicht runter sind, weil einfach noch nicht viel produziert wurde. Es wurden einfach noch nicht in großem Umfang Anlagen gebaut und deswegen sind die Kosten der Erzeugung von grünem Wasserstoff natürlich noch hoch. Also hier haben wir ein Problem, dass wir diesen Handel erst in Gang bringen müssen in einer Situation, wo eben die Kosten von Wasserstoff noch hoch sind und die Anreize, einfach klimafreundliche Moleküle zu nutzen, noch sehr niedrig sind. Jetzt kann man sich vielleicht noch dazu und die vielleicht noch ein Wort dazu. Wir haben jetzt hier relativ viele Länder, die in guter Position sind. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt erfreulich viele Länder, die in einer guten Position als Exporteure sind. Es gibt viel mehr Länder als die Länder, die heute fossile Energieträger exportieren. Das heißt, wir haben das Potenzial, da mehr Wettbewerb zu etablieren. Aber wir haben auch eine sehr unterschiedliche Situation hinsichtlich der Voraussetzungen der Länder, hier selber als Anbieter in Erscheinung zu treten. Die Länder auf der arabischen Halbinsel haben natürlich eine große Finanzkraft durch ihre Einnahmen aus Gas und Öl und gehen aktuell sehr stark in diese Märkte rein. Also die werden sich durchaus in Stellung bringen als Anbieter klimafreundlicher Gase. Und es kann natürlich zu einer Situation führen, dass wir von den Ländern auf der arabischen Halbinsel, genauso wie wir von Russland abhängig waren bei fossilem Gas, am Ende von den Ländern auf der arabischen Halbinsel abhängig sind beim Bezug von klimafreundlichen Energieträgern und Wasserstoff. Das heißt, wir hätten eigentlich ein Interesse, wie es ja auch in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird, unsere Energiehandelsbeziehungen zu diversifizieren und auch mit mehr Ländern in Energiehandelsbeziehungen einzutreten. Aber diese anderen Länder haben eben nicht die Finanzkraft, diese Produktion von grünen Molekülen aus eigener Kraft zu stemmen und sich da in den Weltmarkt einzubringen und sind auch ganz unterschiedlich. Also hier sehen wir verschiedene Charakteristika, die man vielleicht interessant findet in dem Zusammenhang. Regierungseffektivität ist natürlich hilfreich sozusagen, wenn ich einen verlässlichen Partner habe. Und hier ist mal sind die Länder eingeordnet nach niedrig, mittel, hoch. Blau sind die besonders verlässlichen Partner. Und dann könnte man natürlich auch sagen, naja, es wird ja viel darüber geredet, dass wir mit Demokratien mehr handeln wollen. Wir schaffen es allerdings nicht mal, Handelsabkommen mit den großen Demokratien abzuschließen. Mercosur, mit Australien ist das Handelsabkommen letztens gescheitert, mit den USA, TTIP, ja, haben wir auch nicht gemacht. Da müssen wir uns schon ehrlich machen. Letztlich werden wir natürlich schon überlegen müssen, was sind unsere Interessen? Und zu diesen Interessen gehören Partnerschaften mit Ländern, mit denen wir gemeinsame Werte haben. Aber es gehören vielleicht auch Partnerschaften mit Ländern dazu, die ein Entwicklungspotenzial haben und als Wettbewerber diesen Markt auch dynamischer machen könnten. Es gehören vielleicht Partnerschaften mit Ländern dazu, wo wir eine hohe Regierungseffektivität haben, sodass wir relativ schnell ins Machen kommen können. Und so muss man sich natürlich überlegen, wie sollten wir denn, gegeben unsere Interessen, unsere Energieversorgung diversifiziert neu aufzustellen, mit welchen Ländern sollten wir da in Beziehungen eintreten und die Entwicklung da befördern. Ohne europäisches Geld und ohne europäische Unterstützung wird das aber nicht passieren. Da muss man sich, glaube ich, ehrlich machen. Warum sollten wir eine hohe Zahlungsbereitschaft haben? Und das ist vielleicht jetzt auch mein letzter Punkt, bevor wir in die Diskussion eintreten. Wir sollten eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, weil wir ja gesehen haben, wir haben relativ viele energieintensive Industrien. Und jetzt können wir uns überlegen, entweder wir defossilisieren die, indem wir uns die energieintensiven Grundprodukte in diesen Industrien, Stahlerzeugung, komplexe Chemieproduktion, indem wir uns die energieintensiven Grundprodukte ins Land holen und im großen Umfang importieren, also sozusagen dazu beitragen, dass sich Märkte für klimaneutrale Energieträger weltweit eröffnen.
Was passiert, wenn wir das nicht tun? Wenn wir es nicht tun, passiert von selber Folgendes. Diese Unternehmen werden sich überlegen, soll ich in Deutschland oder in Europa reinvestieren? Ja, und wenn sie nicht die Erwartung haben, dass sie, dass diese klimafreundlichen Grundprodukte in 10 Jahren verfügbar sind bei uns für ihre Produktion, wenn sie nämlich mit den Fossilen nicht mehr produzieren dürfen. Wenn sie diese Erwartung nicht haben, werden sie von selber ihre neuen Investitionsentscheidungen einfach außerhalb der EU treffen. Weil innerhalb der EU werde ich, wenn ich keine klimafreundlichen Moleküle für meine Produktion erwarten kann, kann ich innerhalb der EU energieintensive Produktion nicht mehr umsetzen. Ja, das heißt, die Unternehmen werden sich dann außerhalb der EU orientieren. Viele tun das schon, leider relativ konzentriert auch in China. Und diese Abwanderung hat Folgendes zur Folge. Wir haben natürlich jetzt eigentlich unseren Emissionshandel in der EU. Wir haben unseren Carbon Border Adjustment Mechanismus, der für die energieintensive Industrie eben dafür sorgt, dass CO2-Emissionen, die in Produkten enthalten sind, also der CO2-Fußabdruck von energieintensiven Produkten, wird ja an der Grenze dann besteuert. Das heißt, man hat einen Nachteil, wenn man uns eben fossile, energieintensive Produkte verkauft. Und man hätte einen relativen Vorteil, wenn man uns klimafreundliche, energieintensive Produkte, also Ammoniak oder Methanol, verkauft. Ja? Außerhalb dieser Kategorie der energieintensiven Produkte werden wir aber keinen Carbon Border Adjustment Mechanismus haben. Der gilt eben nur für die energieintensive Industrie. Ja? Das heißt, wenn die Industrie als Ganzes abwandert und wir dann sozusagen diese hochwertigen Chemikalien importieren, dann werden wir zwangsläufig, weil es eben an der Grenze nicht kontrolliert werden kann, werden wir einen großen CO2-Fußabdruck zu uns importieren. Ja? Das heißt, wir betreiben damit keinen Klimaschutz, sondern dadurch, dass wir die Unternehmen abwandern lassen und die klimafreundliche Energieversorgung eben nicht sicherstellen, werden wir den CO2-Fußabdruck unseres Konsums in der EU stärker erhöhen. Und der CO2-Fußabdruck des Konsums wird sich nachher wegentwickeln von dem CO2-Fußabdruck unserer Produktion. Das heißt, wenn wir weiterhin nur den CO2-Fußabdruck unserer Produktion als Messlatte nehmen, ob wir das Klima schützen, dann werden wir uns loben. Aber de facto werden wir natürlich aufgrund des viel CO2-intensiveren Konsums insgesamt nicht zum Klimaschutz beitragen. Das ist eben ein Grund, warum wir doch eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft dafür haben sollten, eben diese Produktion energieintensiver Moleküle weltweit klimaneutral zu initiieren, mehreren Ländern zu helfen, diese Produktion zu skalieren und eben Handelspartnerschaften einzugehen, damit wir eben verhindern, dass wir eigentlich aufgrund von Carbon Leakage am Ende mit unseren Klimaschutzambitionen scheitern. Und das ist eigentlich auch die Quintessenz, die ich noch hier lassen will. Es gibt aktuell schon viele Ankündigungen, die leider nicht mit Finanzmitteln hinterlegt sind, aber es gibt viele Memorandum of Understanding, wo man mit verschiedenen Ländern weltweit abgemacht hat, dass man sich in diesem Bereich gemeinsam engagieren wird. Jetzt müsste man es schaffen, in der nächsten Kommission eben das auch mit Geld zu hinterlegen und möglichst auf europäischem Niveau, um da eben ins Macht zu kommen und die europäische Industrie hier auch resilient aufzustellen. Und wir werden davon profitieren, indem wir einerseits dann uns ehrlich machen beim Klimaschutz und eben tatsächlich zum Klimaschutz beitragen und zum anderen, um nochmal auf das Thema Verteidigungsfähigkeit zurückzukommen, es macht auch aus der Perspektive der Verteidigungsfähigkeit wenig Sinn, einen großen Anteil der energieintensiven Industrien abwandern zu lassen, weil wir letztlich auch dafür sorgen müssen, dass wir eben glaubhaft sicherheitspolitisch für uns einstehen können. Und dafür müssen wir eine resiliente Energieversorgung etablieren und eben auch eine Industrie haben, die zur Not auch Produktion skalieren kann. Wir sind ja nicht mehr in einer Welt, wo es völlig ausgeschlossen ist, dass in den nächsten 20, 30 Jahren mal der Verteidigungsfall eintritt. Nicht unbedingt bei uns, aber durchaus bei Partnerländern, für die wir mit einstehen müssen. Und damit freue ich mich jetzt auf die Diskussion.
Nehmen wir dich in die Mitte, oder? Oder nehmt mich in die Mitte, ja. Das ist gern, gern. Du magst doch bestimmt erstmal Wasser, ne? Ja. Also, Veronika, vielen lieben Dank für den Vortrag. Habe einige Gedanken dazu. Das Erste, was mich interessiert, ist diese Volatilität von Solar- und Wasser, Solar- und Windenergie, weil mir immer noch nicht klar ist, wie man das am besten managt. Also einerseits, der Naivling denkt, ja gut, dann habe ich Batteriespeicher zum Beispiel, Smart Grid, all sowas, die puffern den Strom, im Zweifel dann auch in Momenten, wo er sehr günstig zu bekommen ist und geben ihn dann ab, wenn der Preis hoch ist. Damit kann ich ja auch selbst bei schlechter technischer Effizienz doch eigentlich sehr viel Geld verdienen. So, ne, ich kaufe den Strom einfach im Zweifel zu negativen Strompreisen an und das wird ja in der Zukunft, wenn ich diese Energiesysteme weiter ausbaue, wird das ja viel stärker zunehmen, dass ich einfach Phasen habe, wo der Strom gar nichts mehr wert ist. Genau. Ne? Und dann verstehe ich immer an der Stelle nicht genau, dann ist die technische Effizienz ja eigentlich egal. Ich meine, immer noch, je besser, je effizienter, desto mehr kann ich von dem Strom noch bekommen, aber ich meine, wenn ich für den Strom noch Geld kriege, den ich dann umwandle in Wasserstoff oder in irgendwas anderes, ja, das später verkaufen kann, ist es ja immer noch ein Geschäft. Das ist ja schon wieder so eine Marktlogik. Ne? Was wir ja gemacht haben, ist uns erstmal anzugucken, wie würde ich so eine Stromnachfrage, die ich habe, befriedigen, mit welcher Mischung an Technologien. Und da kann man sich jetzt überlegen, dass ich eben Erneuerbare ausbaue, dass ich Batteriespeicher baue oder dass ich Gaskraftwerke baue und mit denen dann im System Wasserstoff erzeuge, den einspeichere und dann wieder verstrome. Ne? Ich habe ja entweder so eine Batterie über Moleküle oder ich habe eben einen Batteriespeicher, der die elektrische Energie speichert. Und der Batteriespeicher ist effizienter erstmal. Man hat mehr Effizienzverluste bei der Erzeugung von Wasserstoff und der dann Wiederverstromung. Aber bei Wasserstoff habe ich diese Eigenschaft, dass ich den lagern kann, dass ich einen Langzeitspeicher habe. Ne? Und es ergibt sich eben, dass aufgrund dieser Volatilität und der Tatsache, dass ich eben auch mal Phasen habe mit sehr, sehr langer Nichtverfügbarkeit von Wind und Sonne, deswegen brauche ich eben diese Langzeitspeicher als Backup, damit ich eben in dieser Situation den Leuten nicht den Strom abschalten muss. Und in so einer Situation, in der ich die brauche, weil also die Nebenbedingung ist ja, ich muss die Stromnachfrage bedienen, ja, und die brauche ich dann. Und wenn ich die aber habe, dann mache ich auch viele kleine Versorgungslücken mit diesen Gaskraftwerken. Und das ist die Logik dieser kostenminimalen Lösung. Was dann tatsächlich passiert, gegeben die Anreize an Märkten, kann was anderes sein. Das hängt davon ab, welche Anreize das Marktsystem setzt. Und was du jetzt gesagt hast, ist so, wenn die Anreize da gut wären, ne, wenn die Preise sehr klar sozusagen die tatsächlichen Notwendigkeiten widerspiegeln würden, vielleicht auch regional, ja, dann hätte ich vielleicht auch ganz viele Batteriespeicher im System und so. In unserem aktuellen System kriegen wir es aber noch nicht so gut hin. Und wir bräuchten eben, um Batteriespeicher gut systemdienlich zu betreiben, bräuchten wir bessere Preissignale im Markt. Ne? Und der Marktpreis ist deutschlandweit einheitlich. Wir diskutieren immer, wie kriegen wir denn Anreize für Flexibilitäten in die Fläche, wie kriegen wir Anreize für Batteriespeicher in die Fläche, weil dazu bräuchtest du räumlich und zeitlich differenzierte Preissignale. Die haben wir im Moment noch nicht wirklich. Das ist dein Thema, oder? Ja, auch. Aber vielleicht ergänzend tatsächlich dazu, warum das mit dem Batteriespeicher oder warum das so schwierig ist. Der Batteriespeicher, der hat den Vorteil, dass der relativ günstig dann ist, wenn ich ihn tagtäglich belade, entlade, weil sich dann natürlich der Kilowattstundenpreis eben durch die 365 Tage teilt. Ja. Wenn ich natürlich heute das Energiesystem anschaue, da ist immer noch über 80% fossil, auch in Deutschland. Und sinnbildlich ist eben Kohle, Gas, was wir auch so nutzen, der Speicher, der den saisonalen Ausgleich leistet. Und wir haben eben dieses Thema im Winter grundsätzlich deutlich höhere Nachfrage und dafür brauche ich, wenn man so will, im übertragenen Sinne einen Sommer-Winterspeicher. Wenn ich jetzt daran an Batterien denke, dann habe ich de facto einen Ladezyklus pro Jahr und das macht Batterien eben so teuer und dann kommt eben der Wasserstoff letztendlich ins Spiel, der im Endeffekt einmal halt die Umwandlungsverluste hat, aber wenn ich einen Speicher dann im Endeffekt komplett skalieren kann an der Stelle. Und das macht den Wasserstoff dann eben für diese Langfristspeicherung attraktiv und ist dann eben so ein Molekül, wie ich das bei Gas oder bei Kohle habe. Ja, und generell die
Bepreisung im Netz mit diesen starken Lastschwankungen, die ist auch Teil deiner Forschung. Weil du einfach immer wieder dieses Engpassmanagement hast. Und ich habe mal gehört, dass man irgendwie mal zu Polen quasi die Kabel gekappt hat, so ungefähr, weil sonst wäre denen das Netz abgeraucht, sozusagen. Mhm. Wie funktioniert denn das heutzutage? Was ist da ineffizient? Ja, grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt natürlich auf das Stromsystem in Europa oder Deutschland schaue, dann stehen wir da vor der Anpassung, dass wir von einem System kommen mit zentralen Kraftwerken, die in der Regel erzeugungsnah stehen, und hingehen zu einem System, wo wir Erneuerbare eben dort nutzen, wo die günstig zur Verfügung sind. Wir übertreiben das natürlich auch nicht, weil man könnte genauso gut sagen, die Photovoltaikanlagen, die haben in Südspanien ja nochmal doppelt bis dreifach so hohen Energieertrag fürs gleiche Geld. Ne? Könnte man auch sagen, dann transportierst du von da. Das machen wir ja gar nicht. Aber trotzdem führt es natürlich erstmal dazu, dass ich das Stromerzeugungssystem oder die Infrastruktur, vor allem die Netze, dafür anpassen muss. Ja? Und da sind wir natürlich momentan in dem Prozess, wo wir mit dem Netzausbau nicht in dem erforderlichen Umfang hinterherkommen und sich dadurch entsprechend Engpassmanagementkosten im System aufgestaut haben oder anfallen, die sich momentan auch massivst auf die Übertragungsnetzentgelte mit ausgewirkt haben. Hat man vor 10 Jahren noch Netzentgelte im Übertragungsnetzbereich, also wir reden nicht von denen beim Haushaltskunden, sondern nur Übertragungsnetzentgelte, und das ist genau das, was der energieintensiven Industrie jetzt zu schaffen macht, da lagen wir bei unter einem Cent. Ja? Und das ist in den letzten Jahren auf 3 Cent und die nächste Ankündigung auf 6 Cent angestiegen. Ja? Und das ist natürlich an der Stelle dann vor allem für die energieintensive Industrie eine Vervielfachung, die dort dann mitbekommen. Und da ist eben ein Thema unter anderem diese Engpassmanagementkosten. Und bei Polen war es ja auch so, dass wir haben ja ganz viel ausgebaut im Norden an Windenergie. Und das wurde dann, weil wir nicht hinterherkommen mit dem Netzausbau, alles durch Polen geleitet. Und irgendwann haben die gesagt, so, das wollen wir nicht mehr. Und haben dann da eben entsprechend technisch dafür gesorgt, dass da eben nicht mehr durchgeleitet werden kann. Sodass wir dann eben mehr Druck im Netz haben und dann eben auch die Redispatch-Kosten dadurch steigen. Also da muss man eben einfach aufgrund der Netzengpässe dann Kraftwerke im Süden mobilisieren, weil man die Windenergie aus dem Norden nicht mehr durchleiten kann. Und das bedeutet, dass wir Netze ausbauen müssen. Schwierig, wir sind da seit Jahren hinterher, sowohl beim Übertragungsnetzausbau als auch bei den Verteilnetzen. Wann wird denn das Südlink-Ding fertig? Ja, ich habe nochmal auf die Internetseite geguckt, da war das unklar. Also ja, es ist immer. Also ich kann da keine Prognose abgeben. Ich auch nicht. Gut, also das Problem bleibt ungelöst. Dann war also ein Thema, was ich noch so im Kopf hatte, ist eine Diskussion der letzten Wochen um die Elektrifizierung der Nutzfahrzeuge. Das fand ich ganz gut, dass du das am Ende nochmal so betont hast, weil was ich in dieser ganzen Diskussion nicht verstanden habe, ist, da kann es ja gar keinen deutschen Weg geben. Da kann es ja nur einen europäischen Weg geben. Genau. Und dann irgendwie zu sagen, es muss Batterie sein oder es muss Wasserstoff sein, Brennstoffzelle, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also wie ist denn da die Entwicklung auf der europäischen Ebene? Ja, ich glaube, der Laster muss ja von Polen nach Spanien kommen. Ja, ich glaube, es gibt 2 Dimensionen davon. Erstmal kann man überlegen, wollen wir unsere Regulierung, die einmal beschlossen wurde, immer wieder revidieren? Ja. Wir haben jetzt eine Verordnung der EU, die vorschreibt, dass wir eine gewisse Abdeckung brauchen mit Ladestationen für Schwerlast-Lkw und mit Wasserstofftankstellen. Ja. Und das wird jetzt Stück für Stück ausgerollt werden, und da gibt es eben Zielmarken für 2030 und auch die Jahre danach. Und darauf stellen sich natürlich die Produzenten dann ein. Und ich kriege nur Investitionen in diesen Bereichen, wenn eine gewisse Verlässlichkeit dieser Ankündigungen auch gegeben ist. Wenn man jetzt eine Rückwärtsrolle macht, dann hat man natürlich das Problem, dass da Unternehmen darauf gesetzt haben, also zum Beispiel große europäische Lkw-Hersteller und deren Zulieferindustrie, und jetzt plötzlich deren Geschäftsmodell dann wegbricht. Und das sollte man, glaube ich, nicht so oft riskieren, weil dann fragt man sich, also dann fragt sich eben, in welchem Regulierungsbereich kann ich mich denn darauf verlassen, was eine Kommission oder eine Koalition auf nationaler Ebene dann beschließt. Da muss man schon vorsichtig sein. Und dann fragt sich als Zweites, wie interpretiere ich diese Studien? Es gibt eine ganze Menge an Systemstudien, und da gibt es natürlich Szenarien, die eine volle Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs dann berechnen,
Ja? Aber die Annahmen dieser Szenarien sind natürlich auch teilweise fragwürdig. Da schafft man es eben dann bis 2030 eine relativ gute Abdeckung mit Ladestationen für schwere Lkw zu gewährleisten, bei gleichzeitigem Hochlauf der batterieelektrischen Pkw. Und ich sehe ja jetzt schon an den ganzen Raststätten, die stehen auf den Standstreifen, also die finden ja jetzt ihre Rastplätze für die Ruhezeiten kaum. Und jetzt müsste es natürlich so sein, wenn ich die alle batterieelektrisch oder einen großen Teil batterieelektrisch betreiben will, dann müsste für diese Lkw zu dem Zeitpunkt, wo der Fahrer seine Ruhezeit absolvieren muss, eben auch eine Ladestation frei sein, wo er dann laden kann mit einer Schnellladestation, also Megawattbereich. Und in so einer Raststätte müssten dann so 20, 30 Megawatt Ladestationen aufgebaut werden. Das ist eine Kleinstadt. Ja. Und natürlich muss ich dann das Netz auch in die ausbauen, um dort für diese Kapazitäten zu sorgen. Und da glaube ich einfach nicht dran, dass wir das, diesen Hochlauf sozusagen, wenn wir dann nur auf die Batterieelektrik setzen, schaffen. Und dass dieses Komplementäre, dass man beides macht und dann eben einen Teil batterieelektrisch losläuft, einen Teil Wasserstoff und wir eben auch von den technologischen Entwicklungen profitieren, das halte ich für das Wahrscheinlichere. Ja, also kann ich grundsätzlich nur zustimmen. Ich denke, da wird sich ein Gleichgewicht einstellen und da kann man letztendlich ja auch auf eine gewisse Art philosophisch drauf schauen. Also wenn wir 40 Jahre zurückgehen und uns gefragt haben, welche Telefone hatten wir zur Auswahl, dann hatten wir eins mit Wählscheibe und das war rot und grün. Und heute eine Vielzahl. Bei Autos ähnlich. Ja. Bei Energieträger waren wir lange Zeit, hatten wir halt Kohle, Uran, Gas und so weiter, also wenige. Und diese Vielfalt, die werden wir letztendlich in allen Bereichen sehen, ob das im Wärmesektor ist, ob das im Verkehrssektor ist. Das heißt, wir werden in Bereichen Fahrzeuge sehen, die eben wasserstoffbasiert sind. Wir werden batterieelektrische sein, wir werden aber auch kombinierte Systeme haben und wir werden auch weiterhin die konventionellen haben. Also so schnell, wie man sich das heute, glaube ich, vorstellt, diese Fahrzeuge zu ersetzen. Ich glaube, der Zeitfaktor, den man dafür benötigt, den unterschätzt man heute noch ganz gewaltig. Also das klingt nicht so, dass du glaubst, dass man dieses Ziel emissionsfrei bis 2050 dann ja auch im Verkehr und überall erreichen kann? In Deutschland ist es ja sogar 2045. Ja. Es ist immer die Frage, was man dafür aufgeben möchte. Ja. Uns wurde ja vorgestellt, wenn man an die Wachstum auf jeden Fall festhält, denke ich, wird man bei vielen Bereichen nicht in der Geschwindigkeit vorankommen. Wir stehen heute bei 80% konventionell noch. Wir haben den Anteil in den letzten 20 Jahren unter massiven Anstrengungen, es ist viel passiert bei uns in Deutschland, da können wir durchaus stolz darauf sein, von eben 6% roundabout auf knapp 20% Erneuerbare erhöht. Und jetzt wollen wir in den nächsten 20 Jahren von 20% auf 100% kommen. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Worüber wir heute Abend noch gar nicht geredet hatten, ist der europäische Emissionshandel. Also wir haben natürlich darüber geredet, aber nicht über die Änderungen, die da eintreten. Da weiß ich gar nicht, ob den meisten Leuten das so klar ist. Ja, also der ETS2, der jetzt ja kommen wird, der umfasst dann eben auch Gebäude, Verkehr. Da gibt es zwar im Moment auch ein deutsches System, das wird dann aber, soweit ich das verstanden habe, konsumiert. Ja, dafür geht das in das Europäische rein oder nicht ganz klar? Okay. Nee, und das wird natürlich doch zu erheblichen Anstiegen der Kosten führen. Wisst ihr, wie viel das ungefähr sein wird? Was kostet dann der Liter an der Tankstelle mehr? Also erstmal ist, glaube ich, interessant, darüber nachzudenken, wie diese beiden Systeme fusionieren könnten. Ja, es gibt ja die Planung, das ETS2. Auf europäischer Ebene. Und soweit ich das verstanden habe, ist da auch noch im Gespräch, einen Price Cap zu setzen bei 45 Euro. Ob das jetzt schon, das wird sich sicherlich in dieser Kommission jetzt auch noch mal klären. Dann haben wir das deutsche System, wo wir eben bis 2026 einen festen Preis haben, der ansteigt und dann soll es ein Auktionsverfahren geben und ich glaube, man streitet sich politisch gerade darüber, wie das dann ausgestaltet wird. Ob das dann ein Auktionsverfahren ist mit einem Preiskorridor
Und da sind die Koalitionspartner, glaube ich, nicht einig, wie ambitioniert das sein soll. Und prinzipiell ist es natürlich so, dass wir durchaus das deutsche System kombinieren könnten und ambitionierter gestalten könnten. Das wäre auch, wenn man die eigenen Ziele erreichen will, nicht schlecht. Weil mittlerweile ist, glaube ich, hat diese Grafik mit den effektiven Belastungen von CO2, glaube ich, schön klar gemacht. Ich glaube, es wäre besser, sich auf ein klares Preissystem zu einigen, als auf diese Vielfalt von Regulierungen, weil die haben alle implizite Kosten und die darf man nicht unterschätzen. Also im Endeffekt sagen selbst viele jetzt auch in der Industrie, lieber eine klare Bepreisung, dann können wir uns darauf einstellen, dann können wir auch investieren, um die Emissionsvermeidungskosten zu senken. Und dann passiert schneller mehr, weil diese Komplexität, die kann man eigentlich ganz, ganz schwer in den Griff bekommen. Und wenn man jetzt sagen würde, man verschiebt die Regulierung weg von den vielen Berichtspflichten hin zu einer klareren Bepreisung und einer verlässlichen Bepreisung, dann hätte man, glaube ich, ein bisschen was gewonnen. Was ich gerade nicht verstehe, ist, macht ein Zertifikatshandelssystem mit Preiscap überhaupt Sinn? Ja, ist nicht ganz ehrlich, ne? Also das verstehe ich jetzt gerade gar nicht, weil mir auch nicht bewusst, dass sie das da einführen wollen, weil das könnte ja easy peasy durch eine Steuer erleichtern, also da brauche ich doch das Zertifikathandelsystem eigentlich nicht, oder? Ja, ich glaube, die Herausforderung liegt da. Also grundsätzlich würde ich als Ökonom sagen, get the prices right. Wenn wir CO2 mindern wollen, dann ist CO2 die richtige Wahl des Steuerungsinstruments. Die Herausforderung, die da ansteht, ist das genau das, was du ja auch angesprochen hast. Wie viel davon wird akzeptiert? Und wie viel Anteil an Bevölkerung nimmt dann das tatsächlich mit? Und ich glaube, das sind dann eben Mechanismen, um zu sagen, okay, wir brauchen da auch in dem Bereich eine Planungssicherheit plus natürlich flankierende Instrumente, die eben helfen, auch den CO2-Preis nicht auf unendliche Höhen dann das verstehe zu ich, aber ich könnte ja trotzdem den Zertifikatehandel sein Ding machen lassen und wenn man sieht, das läuft zu hoch, kann ich ja die Mehrwertsteuer auf Mineral, also ich kann ja mit anderen Steuern wieder gegenarbeiten. Das werden ja unsere europäischen Nachbarn tun. Ja? Also was du gerade gesagt hast mit den Zusatzkosten, da sah ich schon einen schönen Tanktourismus wieder nach Polen und Tschechien. Aber die reagieren sehr sensibel auf diese Themen. Das machen wir natürlich auch schon. Man muss sich ja an der Stelle auch durchaus bewusst machen. Deswegen vielleicht auch gar nicht so einfach, wie hoch sind die Kfz-Steuer und Mineralölsteuereinnahmen. Ja. Wie hoch sind denn die Einnahmen bei Elektrofahrzeugen im Gegensatz dazu für den Staatshaushalt? Also wenn ich da auch einen Wechsel will, muss ich auch daran denken, dass ich diese Staatseinnahmen irgendwo ersetzen muss. Das heißt, der Wettbewerb ist da noch lange nicht auf Parität. Ja, und man hat natürlich die soziale Kompensation. Ne? Also man hat ja auf der einen Seite die höheren CO2-Preise und auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder die Diskussion und immer noch die Diskussion, wie kann man denn die Einnahmen aus der Emissionsbepreisung zurückgeben an die Menschen. Und das sollte man tunlichst tun, weil sonst ist es eben echt problematisch. Ne? Sonst ist da eine zusätzliche Kostenbelastung, die Leute irgendwie wirklich spüren und nicht kompensiert kriegen. Und ich glaube, da muss man auch wirklich dran arbeiten, dass ein großer Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung am Ende auch wieder bei den Leuten ankommt. Stichwort Klimageld. Ne? Da gab es aber jetzt auch wieder ein bisschen konkurrierende Vorschläge von Clemens Fuß zu sagen, vielleicht nicht pauschal an jeden, aber dafür irgendwie im Steuersystem niedrige Einkommen entlasten. Und ja, man hat ja im Moment, weil man das nicht alles umsetzen kann, hat man die Netzentgelte abgesenkt. Mithilfe der Einnahmen, also kann man zumindest so verstehen, dass man das so verrechnen will. Und das ist natürlich auch als Übergangsmechanismus in Ordnung, solange ich das Klimageld noch nicht etablieren kann, zu sagen, ich reduziere dann die Netzentgelte, das kommt bei den Leuten ja auch an. Ne? Also ist eher wahrscheinlich so ein bisschen was Verhaltensökonomisches, oder? Also ob die den Zusammenhang sehen, die Leute. Ja, und auch seitens der Kostenbelastung. Ne? Ich meine, das kommt natürlich effektiv dann, der Strompreis, den ich am Ende auf der Rechnung sehe, steigt dann nicht so stark, wie er sonst gestiegen wäre. Gut. Ja, dann würde ich die Diskussion öffnen. Wie sieht es denn bei uns hier im Publikum aus? Ich habe sowohl ein Handmikro hier, als auch so einen Würfel, den ich relativ weit durch den Raum treiben kann. Hier vorne sehe ich eine Frage, das machen wir schon mit Würfeln. Bitte die Dame vor sich mit dem Kopf. Ja, vielen Dank. Sie haben ja die Gaskraftwerke so als eine kostengünstige Möglichkeit im Mix dargestellt. Aber die Bundesregierung hat ja dann nur 10 Gigawatt bisher in ihrer Kraftwerkstrategie angegeben. Eigentlich eine verpasste Chance, wenn ich Sie richtig verstehe. Das könnte ja dann noch mehr sein.
Ja, ich glaube, es muss auf Dauer mehr sein. Es kommt darauf an, ob man aus der Kohle aussteigen will. Noch haben wir ja relativ viele Kohlekraftwerke. Und wenn wir tatsächlich 2030 die Kohlekraftwerke abschalten wollen, dann brauchen wir eher 20 Gigawatt zusätzlich. Ja. Nun ist es natürlich so, dass gegeben, wie die Strommärkte gerade da stehen, es wird ja ganz viel auch über das Strommarktdesign diskutiert und wir haben Probleme aus dem Markt heraus, diese Investitionen überhaupt zu bekommen. Also das würde jetzt keiner freiwillig bauen ohne staatliche Unterstützung. Deswegen gibt es jetzt gerade diese Idee dieser Kraftwerkstrategie. Idealerweise, das haben andere Länder auch, würde man einen Kapazitätsmarkt ausgestalten, der die Anreize setzt, diese Kapazitäten zu bauen. Und idealerweise muss man auch überlegen, wo sollen die denn angesiedelt sein? Und man kann viel Netzausbau einsparen, wenn man die richtig an den richtigen Standorten baut. Ja, da sind ein paar Probleme noch, die man lösen muss. Und diese Kraftwerkstrategie, das war zumindest mein letzter Stand, liegt noch bei der Europäischen Kommission. Das muss durch die EU genehmigt werden, diese Beihilfen. Richtig so. Ne? Also, das verzögert diesen Prozess natürlich. Und einen Kapazitätsmechanismus, einen wirksamen und gut konzipierten Kapazitätsmechanismus zu etablieren, das würde viel zu lange dauern. Ja, dann sind wir am Ende des Jahrzehnts, wo sie eigentlich schon produzieren sollen. Also wir sind da einfach in einem Dilemma, dass uns die Zeit davongelaufen ist und wir relativ lange da nicht drauf geachtet haben, diese Kapazitäten dann auch hochzubauen. Weitere Fragen? Das Gefühl, geht das überhaupt? Ist es an? Ah doch, alles klar. Bitte möglichst gerade reinsprechen. Also es mag sein, dass ich mich meine Erinnerung trügt, aber war es denn nicht so, dass beim Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung die zukünftigen Kraftwerksstandorte für Gaskraftwerke schon als Anlage beigefügt waren und die nationale CO2-Abgabe eingeführt worden ist, um genau diesen Kraftwerksausbau durch den Bund bezahlen zu können? Das war doch das Konzept von unserem jetzigen Bundeskanzler, damals Finanzminister. Wir haben jetzt die nationale CO2-Abgabe, wir haben aber keine Kraftwerke. Und ich frage mich, wenn dieses Konzept damals, Finanzminister und Bundeskanzlerin Merkel, wenn das aufgegangen wäre, hätten wir jetzt schon Kraftwerke oder andersherum gesagt, wir haben die CO2-Abgabe, wo ist das Geld geblieben? Ja, es ist eine ganze Menge tatsächlich in dem Kohlekompromiss schon angelegt gewesen, das ist richtig. Um den Kohleausstiegspfad zu realisieren, müssen diese Kraftwerke gebaut werden. Dann hat man sich Gedanken gemacht, wo sollen sie denn stehen? Und sind Entscheidungen getroffen worden, die, glaube ich, eine gewisse Plausibilität haben, nämlich, dass man diese Kraftwerke auch an den Standorten baut, wo vorher die Kohlekraftwerke standen. Man hat da die Anschlüsse schon. Man könnte natürlich überlegen, wenn wir jetzt das jetzige System anschauen, gibt es durchaus Argumente, sie etwas anders zu verteilen. Das könnte man sich nochmal angucken, aber im Prinzip hätte man schon viel weiter sein können, da würde ich zustimmen. Und die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, naja, die sind im Klima- und Transformationsfonds und die gehen aktuell als Subventionen an... Intel. Bitte? Intel. Unter anderem an Intel, ob das jetzt genau die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung waren, ne? Da sind ja noch andere Gelder im Klima- und Transformationsfonds, man kann das vielleicht nicht ganz so genau auseinanderhalten, aber Stichwort Heizungsgesetz, das sind natürlich auch Beihilfen für den Heizungstausch, die da ausgezahlt werden, in sehr, sehr großem Umfang, ich glaube 18 Milliarden sind da vorgesehen pro Jahr und das sind schon signifikante Summen, die da verteilt werden. Und man muss schon, also ich glaube, dass es wichtig ist, das Gebäudeenergiegesetz zu flankieren mit einer Hilfe für Haushalte, die da wirklich in die Bredouille kommen. Aber es ist eben auch die Frage, ob jeder und jede tatsächlich da in den Genuss einer Beihilfe kommen sollte seitens des Staates, weil jetzt du und ich, man könnte von uns erwarten, dass wir unsere Heizung selber zu eigenen Kosten austauschen, oder? Ich bin oder? Gott sei Dank Mieter. Ja? Wenn wir Eigentümer wären. Ja, erstmal danke für den Vortrag, den ich wirklich sehr informativ fand und sehr gut. Ich hatte eine Frage zur Energiesicherheit, auf die Sie ja auch eingegangen sind, weil wir eben bei Wasserstoff auch eine Abhängigkeit von freien wie auch unfreien Nationen wie Saudi-Arabien
aufbauen könnten, wenn wir nicht genug diversifizieren. Wenn ich eine Möglichkeit, diese Abhängigkeit zu reduzieren, auch gerade Wasserstoff in Bereichen zu vermeiden, in denen es nicht unbedingt nötig ist. Also gerade von Ihnen genannt ist ja der Verkehrsbereich. Da haben wir ja Alternativen, auch wenn sie teilweise teurer sein könnten. Also die Frage ist quasi, würde es sich eventuell lohnen, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, um eben eine höhere Energiesicherheit aufzubauen? Strom können wir hier produzieren, Wasserstoff nicht unbedingt. Danke. Ja, also ich glaube, das wäre trügerisch, weil wir natürlich im Verkehr, also wenn Sie das vielleicht erinnern, die Zahlen, im Verkehrsbereich brauchen wir gar nicht so viel Wasserstoff. Ja, wir brauchen insgesamt aber sehr große Mengen Wasserstoff. Und wenn wir jetzt sagen, da machen wir nichts, dann haben wir eben das Problem, dass einerseits also diese Frage Verlässlichkeit, diese Ankündigungen mit der Infrastruktur, wir werden auch verschiedene Bereiche haben, wo wir im Bereich der Nutzfahrzeuge einfach Wasserstoff brauchen. Ja? Und wir haben in Europa, wenn man sich die großen LKW-Hersteller anguckt, dann gibt es also die 10 größten LKW-Hersteller, kommen 3 aus Europa. 2 davon sind sehr stark involviert in den Bau von Wasserstofffahrzeugen. Es gibt noch viele kleinere Zulieferer und andere, die dann Nutzfahrzeuge mit solchen Systemen ausstatten. Das ist ein Bereich, der in Europa auch eine große Perspektive hat. Und wir haben da aktuell die Technologieführerschaft und könnten natürlich mitspielen um die Marktführerschaft. Asiatische Hersteller sind da sehr stark im Spiel. Und die großen kommen ansonsten aus China. Die richtig großen und aus Indien und aus den USA. Und in dem, und da erschließen sich schon Märkte, weil die Mobilität natürlich weltweit sich transformieren wird. Und das sind Bereiche, wo wir in Deutschland, wenn es da interessante Anwendungen gibt, glaube ich, uns nicht zurückziehen sollten und sagen sollten, da warten wir mal ab. Das machen wir jetzt nicht, weil dann werden wir nämlich am Ende, wenn wir nicht schaffen, unseren Verkehr zu defossilisieren, werden wir am Ende die Fahrzeuge aus China oder aus den USA importieren. Und also wenn man da eigentlich ganz gut dabei ist, die ganzen Patente auch wirklich, also wir einen großen Anteil an den Patenten in Europa haben, sollte man jetzt diesen Unternehmen, glaube ich, irgendwie diese Märkte nicht verschließen. Vielleicht. Und insofern wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht ergänzend ein Aspekt, den ich da noch anbringen würde, ist, wenn man, ich sag mal, wie der Weg aussieht, ist natürlich ein Fragezeichen. Aber wenn man es vom Ende her denkt, dann ist es so, jetzt auf dem Weg sehen wir haben Erneuerbare insbesondere für das Stromsystem ausgebaut. Und in manchen Ländern kommen wir da jetzt an Restriktionen, wo es gar nicht mehr so einfach geht. Da fangen wir an, über Wasserstoff nachzudenken. Das heißt, mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien gehen wir eben auf neue Energieträger. Und wir haben beim Ausbau erneuerbarer Energien eine immense Dynamik in der Zwischenzeit. Also die läuft exponentiell ab. Wir haben Zubauzahlen, die haben wir so weltweit bei keiner anderen Technologie gesehen. Die stehen auch in einer komplett anderen Dimension, wie beispielsweise bei der Kernkraft, wo es immer heißt Renaissance von Kernkraft. Wenn ich das vergleiche mit den Zubauzahlen erneuerbarer Energien, dann ist das Kernkraft Pico eher. Ja? Also ganz wenig. So. Und über diese Entwicklung wird perspektivisch auch in anderen Ländern genauso diese Grenzen der Infrastruktur kommen. Wir werden in neue Energieträger kommen. Und es ist dann genau, was auch vorgestellt wurde. Wir haben dann weltweit im Prinzip die Möglichkeit, neue Energieträger, Wasserstoff oder was es auch immer ist, nachher zur Verfügung zu haben. Und da alleine durch das natürlich Wettbewerb erreichen. Das ist sozusagen das Ende. Der Weg dahin kann durchaus natürlich gewisse Friktionen zeigen. Ne? Ja, und ich glaube, wir sollten uns eben auch bemühen, also um weniger abhängig zu sein, sollten wir uns eher bemühen, da viele Länder ins Boot zu holen. Und das führt natürlich auch zu Stabilität. Ich habe eine Folie nicht gezeigt, die zeige ich jetzt doch schnell, weil man nämlich auch mal überlegen kann, wie diese geopolitische Blockbildung sich entwickelt. Und was wir gemacht haben, sind verschiedene Indikatoren angeguckt. Und ich habe jetzt hier einen mal genutzt. Das sind die Waffenimporte in verschiedenen Regionen der Welt, entweder aus China und Russland oder aus den USA und Europa. Und man sieht, dass die Welt so ein bisschen in Blöcke einteilbar ist, aber eben ganz viele Länder auch nicht so klar verortet sind. Und wir sind natürlich in einem Wettbewerb auch um Länder, die sich noch nicht klar positioniert haben. Und wenn man sich anguckt, was China mit seiner neuen Seidenstraße macht, dann sieht man eben, Italien wird ja jetzt die neue Seidenstraße verlassen wieder,
zum Glück, aber verschiedene europäische Länder machen mit. Und man sieht eben, dass China schon ganz konkret diese Länder versucht, ökonomisch an sich zu binden. Und Europa muss dem eigentlich etwas entgegensetzen, weil wir sind eben ein Kontinent, der sehr, sehr stark von vom globalen Handel abhängig sein wird. Wir können in vielen Dimensionen nicht wie die USA sagen, wir sind autark, bei der Energieversorgung zum Beispiel, aber auch in anderen Dimensionen, kritische Rohstoffe, andere Dinge. Und deswegen sind wir als Europäer schon in der Rolle, dass wir auch Bande knüpfen müssen mit vielen Ländern. Wir sind da leider sehr kompliziert und sehr träge. Wenn man die Welt bereist und zum Beispiel in Südamerika unterwegs ist, ihr seid die attraktiveren Partner, aber ihr seid so kompliziert, kriegt man dann immer zu hören, ne? Weil eben jeder Mitgliedstaat was an anderen Vorbehalt hat, weshalb man ein Handelsabkommen nach 20 Jahren immer noch nicht ratifiziert. Hier hatten wir noch eine Frage. Ja, vielen Dank auch für Ihren umfangreichen Vortrag. Sie hatten eine schöne Folie, die hieß Partnerschaften mit wem, wo Sie die Regierungseffektivität quasi gekennzeichnet haben. Jetzt würde mich gerade interessieren, insbesondere mit Ländern wie den MENA-Staaten, das Potenzial an erneuerbaren Energien ist ja unbestritten. Was sind für Sie die Schlüsselkriterien, dass solche Projekte für erneuerbare Energien und auch den Export von Wasserstoff tatsächlich realisiert werden können und nicht wie Projekte wie Desertec in einer Vision enden? Ich glaube, Desertec hat das Problem gehabt, man wollte ja Strom erzeugen und dann über Stromkabel nach Europa bringen. Das ist sicherheitspolitisch natürlich schon ein ziemliches Desaster, weil man sich dadurch natürlich extrem vulnerabel macht. Und im Vergleich dazu ist natürlich der globale Handel von Wasserstoff weniger heikel, weil den kann ich ja speichern und vor allen Dingen, wenn ich es schiffsbasiert mache, mal jetzt abgesehen, wir werden auch einige Pipeline-Projekte in Europa sehen, aber wir werden eben auch einen Hochlauf des schiffsbasierten Handels von erneuerbaren Energieträgern sehen und das ist extrem resilient. Das haben wir in der Energiekrise gesehen. Die LNG-Transporte, die sind dann dahin gefahren, wo die Not am Mann war. Ne? Und solche Schiffstransportwege kann ich auch sehr, sehr schwer komplett unterbrechen, ne? Weil ich einfach dann sehr, sehr, sehr viele Schiffe aufhalten müsste. Und wenn ich jetzt irgendwie den Suezkanal sperre, dann fahren die eben um Afrika rum. Also irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, einen Energiehandel erneuerbare Energieträger hochlaufen zu lassen, bei Molekülen schon größer. Und die Dringlichkeit ist natürlich größer. Bei Desertec waren wir natürlich in der Situation, wo wir erst 90% klimaneutral werden wollten. Jetzt wollen wir 100% klimaneutral werden. Die Moleküle brauchen wir dringend. Und es ist ziemlich klar, dass wir die europäisch nicht alle selber produzieren können und dass wir uns jetzt von einigen wenigen Staaten über große Pipelines abhängig machen und ansonsten nichts. Das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig klug, ne? Weil wir haben ja jetzt mit Nord Stream 1 und 2 gesehen, dass Pipelines schon auch ein sicherheitspolitisches Risiko darstellen können. Also auch da ist natürlich eine Diversifizierung, ein bisschen Pipeline, ein bisschen Seehandel und vielleicht auch über Pipeline eher den reinen Wasserstoff und im Seehandel dann eher die Derivate E-Fuels, die eben auch besser transportierbar sind per Schiff. Vielen Dank auch von mir für den Vortrag. Als Ingenieur verstehe ich die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge wenig, aber trotzdem so eine Frage, die ein bisschen ausgeholt ist. Ich denke, nach den Wahlergebnissen vom Sonntag hat man kurz am Markt sehen können, dass Risikoaufschläge für die Schuldscheine der europäischen Länder nach oben gegangen sind. Und ich meine genau eben mit den, Sie hatten es jetzt IRIX genannt, ich kenne das häufig in meinen Medien eher als BRICS, dass genau eigentlich diese energiefördernden Länder auch den Handel in den US-Dollar und den Euro eher in Frage stellen und vielleicht das anders aufbauen wollen. Wenn jetzt wir mit dem Emissionshandel eher diese energieintensiven Unternehmen oder auch andere hemmen, bei uns zu wirtschaften und dann noch den Verbrauch dadurch quersubventionieren, stelle ich mir die Frage, wie wir gesunde Anreize für Unternehmen
schaffen können, dass die noch hier bleiben, weil selbst wenn wir vielleicht gute Forscher und Entwickler haben und die Patente machen, würde man doch als Unternehmer, wenn man dann sieht, dass die Produktion woanders deutlich günstiger ist, dann mit den Patenten auch auswandern, was ja wahrscheinlich immer auch passiert. Und da würde ich kurz Sie bitten, zu versuchen, diesen Aspekt eben noch ein bisschen zu beleuchten. Ja, ich glaube, dass man mit Blick auf die Transformation zur Klimaneutralität nicht unterschätzen darf, dass verschiedene große Volkswirtschaften durchaus auch auf dem Weg unterwegs sind. Also ich glaube, jetzt zu sagen, wir drehen da das Rad zurück und machen jetzt irgendwie doch mehr fossil, wäre nicht so klug, weil am Ende sind wir im Hintertreffen. Ne? Vor allen Dingen in China gibt es extrem starkes Bestreben, also und auch in anderen asiatischen Staaten gibt es extrem stark das Bestreben, in diesen Märkten auch führend zu werden. Elektroautos, hier, ich hatte ja gezeigt, Skalierung bei Brennstoffzellenproduktion, die nehmen das schon sehr ernst. Und jetzt haben wir unterschiedliches Instrumentarium, aber China hat ja zum Beispiel auch genau von Europa abgekupfert und einen Emissionshandel aufgesetzt. Also die haben eigentlich sich unser System abgeguckt. Die Preise sind noch sehr niedrig, aber wir haben natürlich auch unterschiedliche politische Systeme. Wenn die wollen, sozusagen, dann setzen die natürlich auch viel deutlicher die Anreize so, dass ihre Wirtschaft sich dann in Richtung Transformation bewegt. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man da nicht sagt, so, die anderen sind ja eh alle nicht so dahinterher. Auch in den arabischen Staaten. Ein unglaublicher Fund, ich meine, die verkaufen ja Öl und Gas weiter und wir müssen, glaube ich, eher überlegen, wie machen wir das denn, dass eben diese riesigen Mengen Öl und Gas eigentlich verfügbar sind. Und je mehr wir uns aus diesen Märkten rausnehmen, desto günstiger wird das ja und wird dann andernorts verbraucht. Das spricht dafür, dass wir versuchen, auch aus fossilen Energieträgern über CCS, CCU eben klimafreundlichere Energieträger zu machen. Ne? Allein schon, um zu verhindern, dass wir dann diesen Effekt haben, dass das Gas woanders dann eben günstiger und schneller zum Wachstum beiträgt. Und ich glaube, eine Mischung aus einer Strategie, wo wir eben schauen, dass wir bei uns selber gute Anreize setzen für klimafreundliche Produktion, wo wir mit Ländern kooperieren, um dann auch dort das Wachstum klimafreundlich eher anzukurbeln, das ist schon der richtige Weg. Aber das ist auch ein harter Weg. Also wenn unser Modell kein Beispiel ist, dem andere folgen wollen, weil wir uns eigentlich das Wachstum abwürgen mit unserer Transformationsstrategie, das wäre nicht klug. Wir müssen schon so machen, dass es ein attraktives Beispiel ist. Und mit den Partnerländern, mit denen wir jetzt zum Beispiel in den Energiehandel eintreten, da kann man natürlich auch versuchen, in den Ländern dann den Grundstein zu legen, dass die auf Basis von erneuerbaren Energien wachsen können. Erneuerbare, das haben wir verschiedentlich jetzt schon angesprochen, sind ja relativ günstige Energien. Also es ist eigentlich ziemlich interessant, Erneuerbare auszubauen, gerade für Länder mit nicht so einer kontinuierlichen und ausgeklügelten Energieversorgung wie bei uns, sondern wo es eben erstmal ein Fortschritt ist, wenn wirklich relativ umfangreiche Energie verfügbar ist, aber vielleicht nicht durchgehend. Und ich glaube, da können wir über Partnerschaften auch schon viel machen, dass wir da das Wachstum über Erneuerbare auch in andere Länder reinbringen. Zum Beispiel, indem man solche Anlagen, wenn man Wasserstoff produziert, kann man die Anlagen größer skalieren, die Erneuerbaren größer skalieren, vielleicht auch die Desalinierungsanlagen größer skalieren und dann da eben für Süßwasserbereitstellung sorgen. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Aber ohne signifikante finanzielle Mittel werden diese Partnerschaften nicht starten. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Vielleicht ergänzend da ein Gedankengang dazu, platt gesprochen oder ganz vereinfachend gesprochen, könnte man sagen, Klimaschutz weltweit, wann funktioniert es, wenn ich einen Preis habe für alle, global. Und da haben wir uns natürlich nicht geeinigt darauf. Ne? Die andere Variante, Klimaschutz zu erreichen, ist, die konventionellen zu schlagen, preislich zu schlagen, weil dann haben wir ruckzuck natürlich eine Marktdurchdringung, die extrem schnell geht. Jetzt beides funktioniert nicht, wir sind irgendwo so zwischendrin an der Stelle, ne? Aber das ist genau das, was angesprochen wurde, diese Innovation, die da kommen muss, um eben die Fossilen zu schlagen. Das ist natürlich ein weltweiter Wettbewerb, um den gerungen wird. Und wie wir sehen, gerade bei erneuerbaren Energien, wir sind momentan in einer exponentiellen Wachstumsphase drin beim Ausbau. Die sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Da geht es dann auch relativ schnell teilweise voran. Und ich meine, ein Punkt, den man auch noch erwähnen sollte, ist, dass in vielen Ländern, es gibt ja verschiedene Länder, die sehr, sehr stark noch auf Kohle setzen, wo auch neue Projekte, neue Minen projektiert sind.
Und oftmals ist es so, dass auch die Machteliten sehr stark investiert sind in die Energieversorgung und das natürlich auch deren Macht untergräbt, wenn dann über den Wechsel zu Erneuerbaren die Energieversorgung eigentlich demokratisiert wird, quasi. Ne? Also das ist natürlich eine Hürde, die man auch überwinden muss in der internationalen Gemeinschaft, eben die Staaten tatsächlich zum Wandel zu bringen, wo die Machtelite eigentlich ein Interesse hat, die Energieversorgung über die Eigentumsrechte an den Fossilen zu monopolisieren und dadurch eben auch wirklich Hebel zu haben. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich hatte noch zwei Meldungen gesehen. Eine war hier, eine war dort. Eigentlich hätte ich mir sehr gerne einen Wortbeitrag einer Dame gewünscht. Die sind aber heute sehr schüchtern. Dann fangen wir trotzdem da hinten einmal an. Vorsicht, ich werfe. Mal gucken. Achtung an alle. Naja, aber das war doch gut. Ja, danke schön. Eine kurze Anmerkung zu dem, weil vorher hatten wir das mit, ich weiß nicht mehr, was exakt der Kontext war, was wollen wir aufgeben für gewisse Maßnahmen? Ich wollte nochmal anmerken, unsere Lebensgrundlagen, so. Also jetzt nicht zu zaghaft sein bei solchen Sachen, wäre meine Wahrnehmung der Datenlage. Ansonsten, aus Ihrem Vortrag, Professor Grimm, habe ich jetzt viel Wasserstoff rausgehört und mir ist noch nicht ganz klar, wie viel normaler Strom ist denn jetzt so drin und was sind da so Szenarien bei Ihnen oder Annahmen? Also mit wie viel Strom rechnen Sie oder haben Sie verschiedene Szenarien? Also eins, wo irgendwie nicht so viel PV und Wind zugebaut werden kann und eins, wo mehr zugebaut werden kann nach der Politik. Haben Sie da verschiedene Szenarien, mit denen Sie arbeiten? Und ja, ich fände es auch irgendwie spannend, wenn Sie nochmal da Ihr Minderheitsvotum im Sachverständigenrat zu dem Verkehr mit dem Wasserstoff und auch Ihren Aufsichtsratposten bei Siemens Energy einordnen könnten. Erstmal zu den Stromszenarien. Also ich meine, es ist ja so, dass wir jetzt erstmal einen Ausbau der Erneuerbaren haben und die Erwartung der Bundesregierung, wie viel Strom wir brauchen, 2030 eben angepasst wurde nach oben. Jetzt aktuell erwartet man relativ viel erneuerbare Energien. Erwartet man relativ hohe Stromnachfrage von 750 Terawattstunden 2030 und baut die Stromversorgung aus. Ich glaube, da muss man sagen, bei den Erneuerbaren sind wir auf Spur und bei dem, was wir dazu brauchen, nicht. Ja, bei den Netzen nicht, bei der Flexibilisierung nicht, bei den Gaskraftwerken nicht und das Stromversorgungssystem insgesamt wird nur dann eben gut funktionieren, wenn auch diese anderen Themenfelder adressiert werden. Und auf der anderen Seite habe ich ja versucht zu illustrieren, wir haben Wasserstoffbedarfe und die sind nicht klein, wenn wir unsere Industrie vor Ort halten wollen und die Stromversorgung tatsächlich klimafreundlich ausgestalten wollen. Dann brauchen wir ja Wasserstoff im Stromerzeugungssystem. Das ist der Plan der Bundesregierung. Und einen richtig anderen Pfad als der Plan der Bundesregierung gibt es auch gerade nicht, weil wir haben ja keine Atomkraftwerke und wir wollen auch gar nicht jetzt unseren Strom mit Atomkraftwerken in Deutschland erzeugen. Deswegen brauchen wir diesen Wasserstoff. Und das wird sich aufeinander zubewegen. Einerseits werden wir viel elektrifizieren, andererseits werden wir viel mit Wasserstoff machen. Und auf beiden Handlungsfeldern müssen wir uns echt anstrengen, dass wir die Ziele erreichen. Also in beiden Dimensionen, ne? Sowohl bei der Stromversorgung als auch bei der Wasserstoffbeschaffung. Und bei der Wasserstoffbeschaffung betone ich das deswegen so, weil wir, glaube ich, aktuell immer noch die Dimensionen massiv unterschätzen, die da notwendig sind. Und parallel wandert unsere Industrie ab und wir laufen genau in das Problem, dass wir am Ende Zwischen- und Fertigprodukte importieren mit deren CO2-Fußabdruck. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man sehr klar betonen muss und wo man eben auch ein Verständnis auch in der Bevölkerung generieren muss, dass da Entscheidungen notwendig sind und dass wir da auch, wenn wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, dass wir da relativ konsequent sein müssen. Warum glaube ich, dass wir jetzt bei der Wasserstoffnutzung nicht hinter unsere aktuellen
Entscheidungen in der Europäischen Union zurück sollten. Naja, eben habe ich ja schon gesagt, regulatorische Sicherheit, ja, also jetzt wieder Rolle rückwärts bei den Infrastrukturausbauentscheidungen, die diese Kommission jetzt getroffen hat. Das ist natürlich problematisch mit Blick auf die Industrie. Man hat dann eben, und ich, also weil Sie ja nach dem Connex zu Siemens Energy gefragt haben, Siemens Energy baut keine Wasserstoff-LKWs und auch keine Brennstoffzellen für die Mobilität. Und insofern haben wir natürlich da, also das sind letztlich Studien, die ich da ausgewertet habe, die sich einfach mit dieser Frage beschäftigen, wie viel Schwermobilität kann man, also welche Szenarien gibt es mit Blick auf die Schwermobilität und welche Hemmnisse und Hürden gibt es dabei, die Elektrifizierung der Schwermobilität hochzufahren. Da gibt es von der Landesregierung Baden-Württemberg und den entsprechenden Initiativen dort schöne Studien, die eben diese Probleme aufzeigen und die zeigen, dass man eben mit so einer Mischung gut fährt und eben auch schneller den Verkehr dekarbonisieren kann. Und also ich persönlich glaube, dass wenn wir uns da jetzt wieder verengen, dann schaffen wir viel Unsicherheit bei den entsprechenden Unternehmen, sowohl Produzenten der Fahrzeuge, der Brennstoffzellen und deren ganze Zulieferindustrie. Wir vergeben uns eine industriepolitische Chance. Wir wollen ja mit der Transformation auch Arbeitsplätze in den entsprechenden Bereichen. Und das ist, glaube ich, schon was, wo wir eben wirklich sensibel sein sollten. Das sind am Ende Jobs von Menschen, die von diesen Investitionen der entsprechenden Unternehmen auch abhängen. Und die sich sonst eben umorientieren müssten. Also wir sehen das jetzt hier in der Region gerade bei dem Unternehmen, das heute ausgezeichnet wurde, Sunfire, also die bauen Elektrolyseure. Und die kooperieren mit ganz vielen Unternehmen, die eben ehemals in der Automobilzulieferindustrie aktiv waren oder Ventile gebaut haben. Und das ist natürlich die Transformation, die wir wollen. Und diese Prozesse abzuwürgen, das führt dazu, dass am Ende so Standorte wie Vitesco hier in Sachsen eben keine Zukunft haben. Und wenn wir diese Entwicklungen zulassen, dann haben wir eben eine sehr zukunftsorientierte Geschäftsfelder für diese Unternehmen, die eine große Expertise mitbringen mit all ihren Mitarbeitern. Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man sagt, wenn man das jetzt eigentlich so beschlossen hat in der Europäischen Union, dann zu sagen, jetzt wollen wir das doch nicht mehr. Am Ende hängen daran dann wirtschaftliche Entwicklungen, die sich dann natürlich auch wieder in politischen Unzufriedenheiten widerspiegeln. Also wenn man da jetzt so ein Hin und Her macht und am Ende die Unternehmen sich hier mit ihren Investitionen sehr stark zurückhalten, dann werden wir das politisch extrem stark merken, weil das die Leute dann einfach an ihrem Arbeitsplatz betrifft. Und das ist einfach der Zusammenhang, den man da machen muss. Und das kann man eben mit einer Vielzahl an Studien, die eben auch sich damit auseinandersetzen, welche Szenarien es gibt, belegen. Und die Kommission hat sich das ja auch gut überlegt, warum sie diese Infrastrukturen plant und vorschreibt, auszubauen. Also in der Kommission gab es ja jetzt jahrelange Vorarbeiten dafür, zu diesen Verordnungen zu kommen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ich hatte hier vorhin noch eine Meldung, die machen wir noch. Und alle anderen sind herzlich eingeladen, gleich nach der Veranstaltung noch kurz, wir sind ja noch da, können wir dann im kleinen 4-, 6-, 8-Augen-Gespräch klären. Aber ansonsten geht ja irgendwann große Unruhe los und dann ist es ja für alle Beteiligten auch nicht mehr so erfreulich. Also bitteschön. Ja, also vielen Dank erstmal. Ich fand auch Ihren Vortrag, vor allen Dingen in der Breite, sehr, sehr interessant. Ich habe eine Frage zu der Gas-Wasserstoff-Kraftwerkskapazität, jetzt mit 10.000 Megawatt erstmal vorgesehen von der Bundesregierung. Und ich habe da immer so ein, weiß ich nicht, ein Störgefühl, dass das jedenfalls für mein Verständnis deutlich zu wenig sein muss. Wenn man einfach mal folgende Rechnung, hier, oder fangen wir nochmal anders an, in Sachsen, da bereitet man sich so auf 100-jährige Hochwasser vor, also die Dämme und so weiter. Da ist es sozusagen gesellschaftlich akzeptiert, dass alle 100 Jahre eben mal so ein Damm auch brechen kann. Ansonsten müsste man ja unendlich hochbauen, um jedwedes Risiko wegzunehmen.
Wenn wir das gleiche Kalkül jetzt mal übertragen würden, sozusagen auf die, ja, auf die Stromversorgung, was ist dann gesellschaftlich akzeptabel, wann darf sie dann mal ausfallen? Dann kommt man dazu, da gibt es so eine Analyse, die sagt, naja, wenn unser System aus Wind und Sonne im Wesentlichen besteht, ich sage mal, Biomasse kann man eigentlich vernachlässigen bei 400.000 MW PV und 200.000 Wind, die ja künftig im Grunde unseren Strom erzeugen soll, dann kommen wir aber dazu, dass bei so einem 100-jährigen Ereignis wäre schon eine kalte Dunkelflaute so von ungefähr 6 Tagen. Also minus 15 Grad, 6 Tage lang, wo praktisch kein Wind weht und keine Sonne scheint. Und wie kommen wir da mit 10.000 MW? Und dann hatten Sie gesagt, na gut, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten, dann sind es eben 20.000 MW. Aber da kommen wir ja längst nicht hin. Also wir sind jetzt schon bei einer Spitzenlast von 85.000 MW. Und naja, wenn wir jetzt hier noch E-Mobility machen und Wärmepumpen und so, dann geht es wahrscheinlich locker über die 100, 120 vielleicht. So, und dann haben wir dieses Szenario. Kalte Dunkelflaute und wir hätten vielleicht bloß 20.000 MW Gas-Wasserstoffkraftwerke zur Verfügung. Also die Frage ist, wie viel insgesamt bräuchte man? Genau, also da frage ich mich, wie decken wir die Lücke von 100.000 MW dann? Batteriespeicher sind nach wenigen Stunden, die reichen nicht 6 Tage. Wenn man sich das sozusagen erstmal insgesamt überlegt, dann würde man versuchen, fast die ganze Nachfrage mit Gaskraftwerken abgedeckt zu haben. Genau. Ja? Und dann hat man natürlich in so einer deterministischen Rechnung noch nicht irgendwelche Störungen bei bestehenden Gaskraftwerken mit ein. Man hätte wahrscheinlich so ein bisschen noch einen Risikopuffer, den man auch noch vorhalten würde. Entweder irgendwelche Kraftwerke sozusagen so vorhalten, dass man sie relativ schnell anfahren kann. Klar, also diese 10 Gigawatt reichen nicht, das ist richtig. Und 20 wäre auch so, ne? Je nachdem, wie stark die Stromnachfrage ansteigt. Also ja, wir haben da eine Herausforderung vor der Brust. Und ich denke auch, das müssen wir europäisch denken, ne? Weil die Nachbarn machen ja auch noch Strom. Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen. Also ich glaube schon, dass wir in Deutschland schauen müssten, dass wir unsere Nachfrage auch selber abdecken können. Weil man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass wenn jetzt irgendwie in Deutschland ein Notfall eintritt, dass dann gerade die anderen alle liefern können. Also in dem Strommarkt, wo wir dann immer das günstigste Kraftwerk betreiben und so, super, ne? Aber für so Notsituationen sollte man schon, vielleicht nicht komplett, aber man sollte sich schon fast ganz abgesichert haben. Unsere Berechnungen gehen auf 70.000 MW, bräuchte man. Ja, ja, klar. So. Die müssen dann da deswegen bin ich mal bass erstaunt über so Aussagen. Aber wir haben 10, ja Gaskraftwerke 20. stehen. Ne? Also wir haben ja bisher auch Gaskraftwerke. Ja. Die 10 Gigawatt sind ja zusätzlich. Aber... Achso, nee, man würde eben die 10 Gigawatt zusätzlich und würde dann versuchen, die bestehenden natürlich schon umzurüsten. Erstmal möchte man ja nur, die 10 Gigawatt sind ja jetzt, man möchte die Gaskraftwerkskapazität erhöhen. Ja? Und dann kommt natürlich, Sie haben recht, es kommt dann die Diskussion, wie schaffen wir es, dass die dann alle auch wasserstofffähig sind. Da sind wir ja noch nicht in der aktuellen Diskussion. Ne? Ja, vielleicht ergänzen, wir stehen ja tatsächlich komplett am Anfang, wenn man so will. Genau. Noch nicht mal die 10 haben wir. Und ich sag mal, wenn man rechnet, diese Rechnung machen wir natürlich auch mit Abschätzung, wie viel Flexibilität kann ich wo annehmen, dann bin ich da natürlich noch mal in einer anderen Dimension an Zahlen, eher 70 Gigawatt plus, da hängt es dann davon ab, wie viel Wärmepumpen und was weiß ich, was kommt alles. Man muss sich natürlich bewusst machen, um auf deine Frage einzugehen, wir haben ja in Europa letztendlich alle das gleiche Problem, alternder Kapitalstock bei Kraftwerken, der ersetzt werden muss, das heißt, wir stehen alle vor der gleichen Herausforderung und es ist mal so, die Kältewelle in Europa, die ist in der Regel halt nicht in Deutschland alleine, sondern erstreckt sich meistens über größere Teile Deutschlands und das ist dann letztendlich auch die Begründung, warum man sich nicht allzu sehr auf die Nachbarländer verlassen kann. Wir hatten angespannte Situationen in manchen Winter, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 2013 oder was war relativ kalt in Frankreich und dann waren ein paar Kernkraftwerke nicht da, da gingen massive Stromflüsse nach Frankreich. Und solche Situationen will man natürlich, in den Situationen kann man sich keinen Stromausfall erlauben. Und am langen Ende reden wir also über eine andere Dimension. Das heißt, die 10 Gigawatt sind ja erstmal der Startpunkt. Ja. Ja. Und da ist eben die Frage, welche Geschwindigkeit können wir uns da denn erlauben oder
auch nicht, ne? Ja, und was auch gut sein kann, wir haben jetzt ja Kapazitäten, die schon da stehen, ja, und bauen jetzt hoffentlich wasserstofffähige, bauen dann noch mehr wasserstofffähige und dann kann man sich überlegen, für das Backup, für den absoluten Notfall, dass man eben ein paar von den alten noch vorhält, ne? Und aber man steht da noch vor großen Herausforderungen. Diese 10 Gigawatt sind der absolute Anfang von einer Transformation, wo man dann noch vor vielen Fragen stehen wird. Da herrscht hier vollständige Einigkeit zu herrschen. Es gibt noch viel zu tun. Liebe Veronika, vielen Dank, dass du da warst. Dominik, vielen Dank für die Diskussion. Ihnen vielen Dank dafür. Applaus